Und offensichtlich ist der Entschließungsantrag weggefallen. Jedenfalls geht es jetzt weiter mit dem Einzelplan 11, Arbeit und Soziales, traditionsgemäß der größte Etatposten im Haushalt. Nach der Beratungssitzung beträgt der Haushaltsposten 175,7 Milliarden Euro, mehr als ein Drittel des gesamten Haushaltes. Bei der Bereinigungssitzung kam noch ein dickes Plus von 4 Milliarden gegenüber dem Regierungsentwurf dazu. Gründe sind nicht zuletzt das Bürgergeld, die Erhöhung und die Beteiligung des Bundes an den Ausgaben für Unterkunft und Heizung. Und jetzt wechseln die Abgeordneten nochmal. Der erste Redner wird dann von der CDU-CSU kommen, ist eine Rednerin. Silke Launert kann ich Ihnen schon mal ansagen. Hubertus Heil, der zuständige Bundesminister, hat auch schon Platz genommen. Petra Pauer aber wartet noch ein bisschen, weil es tatsächlich ein bisschen Unruhe gibt. Aber jetzt geht's los mit Silke Launert, Einzelplan 11, der größte mit 175,7 Milliarden Euro. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Schon bald ist es wieder soweit. Rosenmontag steht vor der Tür. Die Jecken sind bereit und nicht nur in den Faschingshochburgen, sondern auch in vielen kleineren Faschingsvereinen in Stadt und Land steckt man mittendrin im kunterbunten Trubel. Man wird sicherlich dabei auch den einen oder anderen Jecken entdecken, der sich an seine Kindertage erinnernd in eine Romanfigur der Kinderbuchliteratur verwandelt, und zwar Pippi Langstrumpf. Ein freches, wildes Mädchen, das mutig ihr Ding macht in Sachen Rechnen, allerdings vielleicht noch mal in die Schulbank drücken könnte. 2 mal 3 ist bei ihr auch mal 4 und noch mal 3 9. Sie macht die Welt, wie sie sich gefällt. Nun, was bei Pippi ja wirklich unterhaltsam ist. Und Pippi ist halt eine Romanfigur. Das heißt, Pippi ist in der Welt der Fantasie zu Hause und nicht in der Realität. Das sieht natürlich ganz anders aus, wenn unsere Bundesregierung offensichtlich nach demselben Motto verfährt. Man macht die Welt, wenn sie so nicht passt, wie sie haben möchte, wenn die Finanzen zu den Wünschen im Koalitionsvertrag nicht passt, ja, dann gestaltet man die Welt, wie sie einem gefällt. Und was ist dann welcher Skandal? Frau Scheer, sie ist nicht mehr da. Ja, um Himmels Willen, das Bundesverfassungsgericht setzt ein Stoppzeichen. Was für ein Skandal, was für eine Sabotage der Union. Es war ja lächerlich, dieser Ausdruck hier. Nein, es ist nicht so. Man macht von vornherein die Ziele, legt man fest, die man durchfinanziert. Der Koalitionsvertrag war von vornherein nicht durchfinanziert. Das ist Ihr Problem und darunter haben Sie zu leiden. Man macht die Welt nicht, wie sie einem gefällt. So ein bisschen Schöngerede und Umbuchen und so, das erleben wir auch immer noch. Wobei wir uns nicht vertiefen wollen. Man spricht von großem Sparhaushalt und jeder aber weiß, die Einnahmen sind so hoch wie nie. Wir haben einen Rekordumfang von 477 Milliarden. Wen es interessiert, vor ein paar Jahren waren wir bei 360 Milliarden Einnahmen gleich Ausgaben. Jetzt reden wir von 477 Milliarden, 39 davon Kredit. So viel zum Thema unbedingt Schuldenbremse, sonst geht das alles nicht. Oder anders, nicht alles versprechen und vereinbaren, wenn man es nicht durchfinanziert hat. Jetzt haben wir gehört, man will entlasten. Ich höre es immer wieder. Ja, mir fehlt der Glaube. Wir haben hier einige Zusatzbelastungen. Erhöhung der Lkw-Maut. Was heißt das? Natürlich werden die Lebensmittel steigen, weil die legen das natürlich um. Höhere CO2-Preis trifft so vor allem den ländlichen Raum, die das Auto brauchen, um zur Arbeit zu kommen. Leider die heizen und selbst bezahlen müssen, trifft es auch besonders. Wir haben Agrardieselrückvergütung, wird auch die Lebensmittel verteuern oder leider dazu führen, dass mehrere bei uns vor Ort produzierende Landwirte aufgeben. Wir haben den ermäßigten Mehrwertsteuer bei Gastronomie und Gas. Wir haben inzwischen wissenschaftliche Untersuchungen, dass für einen Teil der Bevölkerung das, und da braucht man kein Mathe-Genie zu sein, dass das zu einem Mehrbelastung führt und nicht weniger. Also auch offensichtlich ist hier die Ampel mehr Pippi Langstrumpf als Pythagoras und Einstein. Jetzt gehen wir doch mal zu dem Etat des Arbeits- und Sozialministeriums. Ich weiß, dass das ein Etat ist, der nicht so häufig im öffentlichen Scheinwerferlicht steht. Eigentlich zu Unrecht. Warum? Weil gerade die Ausgaben, die wir in diesem Etat haben, eigentlich unsere Finanzpolitik
das, was wir uns als Gesellschaft leisten können, massiv beeinflussen. Und es sind nicht nur die großen Zuschüsse zur Rentenversicherung, sondern natürlich, da steckt auch das Bürgergeld drin. Dieser Etat ist also im Besonderen ein Etat, der von Gerechtigkeit geprägt sein soll, auch von sozialer Gerechtigkeit. Und die SPD ist ja die Partei, die sich das besonders auf die Fahnen schreibt und das in der Vergangenheit auch, das will ich durchaus anerkennen, war. Inzwischen hört man mehr den Satz, die SPD, früher Partei für Arbeiter, jetzt Partei für Arbeitslose. Und das sagt nicht eine böse Oppositionspolitiker, nein, das sagt inzwischen jeder zweite Arbeiter, mit dem man redet. Leider, leider. Und das ist ein großer Grund für diese Ungerechtigkeit und ein großer Grund, warum so viele Beschäftigte, Selbstständige im Moment auf die Straße gehen. Wir haben hier Mehrausgaben anvisiert fürs nächste Jahr von 2,5 Milliarden. Sie wissen ja, die Kosten im Bürgergeld seit der Einführung nehmen rasant zu. Und jetzt werden Sie verstehen, klar, wir haben 2x12% innerhalb von 13 Monaten Erhöhung. Jeder Arbeiter würde sich freuen, so eine Gehaltserhöhung innerhalb von 13 Monaten zu haben. Und da wundert man sich, dass die Leute den Kopf schütteln. Ich glaube ehrlicherweise noch nicht, dass es allein bei diesem Ansatz bleibt. Warum? Selbst im letzten Jahr, da wurde ja auch ein Wert angesetzt, eher nach Pippi Langstrumpf-Manier. Wir mussten ja noch zweimal nachbessern in dem letzten Jahr. Also daher bezweifle ich das. Und bitte nehmen Sie es mir nicht übel. Sie können wahrscheinlich verstehen, warum ich Bedenken habe, ob das schon das Ende der Fahnenstange ist. Ich gebe zu, Sie haben auch gekürzt, und zwar ganz drastisch. Allerdings ist halt nur die Frage, klingt toll, ist es aber wahrscheinlich nicht. Und zwar bei dem Zuschuss zur gesetzlichen Rentenversicherung. Schon 2002 war ja vorgesehen, dieser zusätzliche Zuschuss, 4x500 Millionen, hat man dann nachträglich, hat man gesagt, man macht den nicht mehr. Da waren schon 2 Milliarden, jetzt wieder 2024 bis 2027, 4 Jahre hintereinander, 1,2 Milliarden spart man sich diesen zusätzlichen Zuschuss, 4,8 Milliarden. Also 6,8 Milliarden sparen wir als Zuschuss zur Rentenversicherung, könnte man sagen, Donnerwetter, das ist ein richtiger Sparbeitrag. Jetzt möchte ich Ihnen aber sagen, warum das nicht so super und optimal ist. Weil wir wissen nämlich alle, dass wir in der gesetzlichen Rentenversicherung vor ganz, ganz großen Herausforderungen stehen. Und die Babyboomer kommen und die gehen in Rente in einigen Jahren. Und genau deshalb wollte man diesen Puffer. Genau deshalb hat man den vorgesehen. Und jetzt spart man zwar schnell ganz viel Geld, aber in Wahrheit heißt es eine Steigerung der Beiträge, könnt ihr euch alle merken, Steigerung eurer Beiträge zur Rentenversicherung ab 2028 von 18,6 auf 18,8. Die arbeitende Bevölkerung wird es zahlen. Das ist die soziale Gerechtigkeit. Pippi Langstrumpf fragte im Hinblick auf das von ihr ganz am Eingang festgestellten Regeln, wer will es von mir lernen? Wenn Sie, liebe Bundesregierung, fragen, Kollegin, Sie können weiter dann kann ich Ihnen sagen, auf diese Frage antworten wir, Kolleginnen nein, und Kollegen. Niemand. Pippi Langstrumpf, meine Damen und Herren, da fällt älteren Zuschauern sicherlich ein, dass hier schon mal gesungen wurde über Pippi Langstrumpf. Andrea Nahles war das damals, die ist mittlerweile die Chefin der Bundesanstalt für Arbeit. Nächste Rednerin hier, Katrin Michel von der SPD. Sehr geehrte Frau Präsidentin, lieber Herr Minister, liebe Kollegen und Kollegen, Czeschini, Knienje, Akneja. Ja, dieser Haushalt ist ein besonderer und er hätte faire und wertschätzende Behandlung auch durch die Opposition verdient. Doch was mussten wir diese Woche nicht alles schon ertragen? Und der heutige Tag, die heutige Debatte trägt ja hier nahtlos dazu bei. Neben widerlichen Entgleisungen von rechts erleben wir eine CDU-CSU, die ihre Arbeitsverweigerung am Haushaltsverfahren hinter Grimms Märchen versteckt. Warum findet denn die Union Märchen so gut? Ja, man kann Geschichten immer wieder erzählen, auch wenn sie überhaupt nicht wahr sind. Und wie in Märchen flüchten sie in Fantasie- und Traumwelten. Und bezüglich Haushalt fällt mir da die Geschichte von Hase und Igel ein. Der Hase will auch irgendwann nicht mehr, macht einfach nicht mehr mit. Hören Sie auf mit dieser Hasenfüßigkeit und hören Sie auf, damit Deutschland schlecht zu reden. Ihre Art, Oppositionsarbeit zu betreiben, ist völlig aus der Zeit gefallen. Wachen Sie auf aus diesem Dornröschenschlaf und setzen Sie sich gemeinsam mit uns für die Demokratie ein, denn diese Demokratie gibt es nicht zum Nulltarif.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts genau einen Tag vor der Bereinigungssitzung im November stellte uns alle vor enorme Herausforderungen. Es bedurfte enormer Kraftanstrengungen, um kurzfristig einen allen haushaltspolitischen und verfassungsrechtlichen Kriterien entsprechenden Haushalt vorzulegen. Ein Haushalt, der trotz aller Sparzwänge äußere, innere und soziale Sicherheit zusammenführt. Ein Haushalt, der ganz klar die Stärke von uns Parlamentarierinnen und Parlamentariern zeigt. Wir haben priorisiert, wir haben geändert, wir haben Kürzungen zurückgenommen. Und dieser Haushalt stärkt gesellschaftlichen Zusammenhalt und Wirtschaftskraft gleichermaßen. Und natürlich muss der Einzelplan 11 des Bundesarbeits- und Sozialministeriums zur notwendigen Konsolidierung beitragen. Und dennoch ist es uns gelungen, einzusparen, ohne dass an sozialen Leistungen gekürzt werden muss. Mit einem Gesamtvolumen von rund 176 Milliarden Euro ist er auch dieses Jahr wieder der größte Einzeletat im Bundeshaushalt. Größte Herausforderung für uns war die Mitarbeitenden der Jobcenter beim Gesamtbudget SGB II, also beim Eingliederungs- und Verwaltungstitel, auskömmlich auszustatten. Und dies ist dank einer gemeinsamen Kraftanstrengung in der Ampel gelungen. Das Gesamtbudget konnte auf dem Niveau von 2023 gehalten und ursprünglich vorgesehene spürbare Kürzungen abgewendet werden. Das ist ein großer Erfolg. Und mit den zur Verfügung gestellten Mitteln bekommt der Jobturbo zur beschleunigten Integration von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt eine solide finanzielle Basis. Die ersten Maßnahmen des Jobturbos laufen, wichtige Weichen wurden gestellt, unter anderem mit 250 größten Unternehmen Deutschlands Kooperationsvereinbarungen geschlossen, Zeitarbeitsfirmen mit ins Boot geholt, die Kontaktdichte erhöht, damit Geflüchtete aus der Ukraine schnell in Arbeit vermittelt werden können. Und so haben bereits 150.000 zu uns geflohene ukrainische Staatsangehörige einen sozialversicherungspflichtigen Job gefunden. Aus Vergleichen mit europäischen Partnerländern wie beispielsweise den Niederlanden wissen wir, dass der deutsche Arbeitsmarkt in puncto Sprache speziell ist. Hier wird erwartet, dass deutsche Sprache gut beherrscht wird, um auf dem Arbeitsmarkt auch anzukommen. Und wir wissen weiter, dass von 10 offenen Stellen nur 2 sogenannte Helferstellen sind, die ohne besondere ausbildungs- und erfahrungsbezogenen Anforderungen ausgeübt werden können. Um also nachhaltig Arbeit zu finden, ist ein Mindeststandard an Qualifikation unerlässlich. Und künftig muss es unser Ziel sein, arbeitsfähige Menschen auch mit geringeren Deutschsprachkenntnissen schneller in den Arbeitsmarkt zu bringen. Durch die gut ausgestatteten Jobcenter stellen wir zudem sicher, dass die notwendigen Qualifikationen erworben werden können, um nachhaltig im Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die neu geschaffene Regelung zum vollständigen Regelleistungsentzug bei BürgergeldempfängerInnen bei nachhaltiger Arbeitsverweigerung führte zu vielen Fragen. Wichtig ist doch aber, der Sozialstaat garantiert Sicherheit für diejenigen, die aus triftigen Gründen nicht selbstständig für ihren Lebensunterhalt sorgen können. Das ist die Grundidee unseres Sozialstaates und eben nicht subventionierte Arbeitslosigkeit, wie Herr Merz erst gestern wieder schwadronierte. Und gleichzeitig werden wir es nicht zulassen, dass sich Menschen bewusst grundlos und beharrlich weigern, geeignete Arbeit anzunehmen, obwohl sie dazu in der Lage sind. Hier bringen einige wenige die Fleißigen in Verruf. Der Großteil der Personen, die Bürgergeld empfangen, wollen wieder in Arbeit kommen. Denn Arbeit ist mehr als nur Broterwerb. Arbeit ist sinnstiftend und Arbeit muss sich lohnen. Mit dem zweiten Haushaltsfinanzierungsgesetz haben wir erreicht, dass die Bundesagentur für Arbeit gewährte Zuschüsse nicht an den Bund zurückzahlen muss. Sie war während der Krise mit dem Instrument des Kurzarbeitergelds eine enorm wichtige Brücke. Nur so konnten wir unseren Arbeitsmarkt nachhaltig stabilisieren und eine hohe Arbeitslosigkeit vermeiden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit dem Haushalt 2024 stärken wir den Arbeitsmarkt, sorgen für eine stabile Rente und die richtigen Rahmenbedingungen zur notwendigen Fachkräftegewinnung für den Industriestandort Deutschland. Wir statten den Sozialstaat an den richtigen Stellen aus und unterstützen weiterhin verlässlich diejenigen, die auf staatliche Hilfe tatsächlich angewiesen sind, damit sie wieder die Kraft und Möglichkeiten finden, auf eigenen Beinen zu stehen. So, liebe Kolleginnen und Kollegen,
geht soziale Politik mit Weitsicht. Ich bitte um Zustimmung für diesen Haushalt. Vielen Dank und Glück auf. Der Einzelplan 11 wird hier beraten. Arbeit und Soziales. Bisher war es eher märchenhaft, aber das wird sich sicherlich ändern, denn das ist jeder dritte Euro geht in diesen Gesamthaushalt. 175,7 Milliarden Euro stehen bereit und Ulrike Schielke zieht sich jetzt für die AfD. Verehrte Bürger, Deutschland wird nach unten durchgereicht. Die Wirtschaft schrumpft, die Pleitewelle rollt und Leistungsträger verlassen in Scharen das Land. Die Infrastruktur zerfällt, das Gesundheitssystem ist marode, vom Bildungssystem gar nicht zu sprechen. Das ist die Bilanz einer Regierung, die ganz allein die Welt und das Klima retten will und dafür ohne Not die Existenzgrundlagen einer Industrienation zerstört. Eine Regierung, die Milliardenbeträge ins Bürgergeld pumpt, aber den Arbeitnehmern nichts übrig lässt. Die Unsummen für ideologischen Irrsinn versenkt und die bereit ist, den Menschen dafür noch den letzten Cent abzupressen. Wie kann das sein? Shampoos für alle, das war doch der Deal der Ampel. Kindergrundsicherung für die SPD, Klimagedöns für die Grünen und keine Steuererhöhung für die FDP. Es hätte so schön sein können. Stattdessen kam jetzt die Rechnung. Alles, was die Ampel zusammengetrickst hat. Nichts davon war verfassungsgemäß und auch der Haushalt, über den wir hier heute reden, steht auf sehr wackeligem Fuß. Spätestens jetzt wäre ein Umsteuern angesagt, nicht zu sagen sparen. Sparen, das heißt für diejenigen, die es nicht wissen, weniger Geld da ausgeben, wo es nicht sein muss, um es dort zu haben, wo es gebraucht wird. Sie machen leider das Gegenteil. Sie erhöhen die Steuern auf CO2 und Benzin, sie erhöhen die Lkw-Maut und sie erhöhen die Steuern für Gastronomie. Sie nehmen die Bauern in Geiselhaft und fordern obendrauf noch höhere Steuern für Fleisch. Das gibt's dann nur noch für Reiche. Was für eine glorreiche Idee. Und was Sie als Entlastung für die Bürger versprochen hatten, Bauförderung, Heizungsförderung, Klimageld, entfällt. Das Geld dafür war ja nie da. Aber, und das ist gut so, die Bürger fangen an zu begreifen, das Geld ist ja nicht weg, es ist nur woanders. Plötzlich wird auf den Straßen über Radwege in Peru gefachsimpelt, über Genderprojekte in Kolumbien und Entwicklungshilfe für China. Wir zahlen die Renten für andere EU-Länder, Länder, die beim Pro-Kopf-Vermögen weit über unserem liegen. Vor allem aber zahlen wir Unsummen für eine gescheiterte Energiewende, die den Haushalt und unsere Sozialkassen massiv überfordert und die uns auf Generationen hinweg belasten wird. Vielleicht schauen Sie doch einmal in die Studien aus Holland und Dänemark dazu oder wenigstens in das, was Herr Raffelhüschen dazu geschrieben hat. Die Ergebnisse sind eindeutig. Die Kosten der Migration ruinieren unseren Sozialstaat. Was daraus folgt, ist klar. Noch schneller steigende Beiträge für Rente, Gesundheit und Pflege und noch weniger Leistung für diejenigen, die das alles mit ihrer Arbeit erwirtschaften. Das ist die neue Realität in Deutschland. Ausgerechnet für diejenigen, die das Ganze mit ihren Steuergeldern finanzieren, bleibt kaum etwas übrig. Das ist einmalig in Europa und das ist der Grund, warum sich in Deutschland kein Normalverdiener mehr ein Haus oder ein Pflegeheim im Alter leisten kann. Da können Sie, Minister Heil, noch so oft betonen, Arbeit macht den Unterschied, die Menschen wissen es besser. Und das ist letztendlich auch eine Ursache für die steigenden Kosten im Bürgergeld. Deshalb ist es geradezu ein Sündenfall, dass sich die Ampel in ihrer Gier weiter an den Arbeitnehmern bedienen will. Unter fadenscheinigsten Begründungen hatten Sie schon die Finger in der Kasse der Bundesagentur für Arbeit. Das haben Sie sich, Gott sei Dank, nach der letzten Anhörung nicht mehr getraut. Nicht etwa aus Einsicht, sondern allein aus Angst vor der nächsten Verfassungsklatsche. Stattdessen plündern Sie die gesetzliche Rente weiter aus. Das sind ja gesetzlich garantierte Zuschüsse, die Sie kurzerhand zusammenstreichen, bis 2027 um insgesamt 6,8 Milliarden Euro. Und wenn ich Ihr nächstes großes Projekt, die Aktienrente, sehe, auf das Sie so stolz sind, hier dazu ein paar Zahlen. Wenn Sie dafür 12 Milliarden einmalig als Kredit aufnehmen und in einen Fonds stecken, wann meinen Sie, würden Sie wenigstens die gekürzten 6,8 Milliarden wieder raushaben? Im Jahre 2050. Wenn Sie jedes Jahr 12 Milliarden Euro an Kredit aufnehmen und laufend in einem Fonds anlegen, sind die 6,8 Milliarden erst im Jahr 2032 wieder drin. Übrigens bei Einzahlung von bis dahin 108 Milliarden Euro. Blöderweise hilft das der Rentenversicherung überhaupt nicht, denn die Nachhaltigkeitsrücklage wird durch ihre aktuellen Kürzungen schon 2026 ausgereizt sein. Aber was gelten Zahlen, wenn die Regierung jetzt Geld braucht?
Auch das zeigt, was Arbeitnehmer und Rentner der Regierung wert sind. Diese Entwicklung ist gefährlich. Wenn die Menschen nicht mehr das Gefühl haben, dass sich ihre Arbeit lohnt, wenn sie nicht mehr das Gefühl haben, dass sich die Regierung an ihre Zusagen hält, dann legen sie die Axt an das Fundament unserer Gesellschaft. Deshalb sage ich heute, lernen Sie aus dem Desaster, das Sie mit den falschen Anreizen für das Bürgergeld ausgelöst haben. Missbrauchen Sie nicht die Einkommen und Vermögen der Bürger für Ihre Irrwege und kehren Sie zurück auf den Boden der Realität. Vielen Dank. Das Wort hat Markus Kurt für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme nicht umhin zu eröffnen mit einer grundsätzlichen Bemerkung in Richtung der CDU-CSU-Fraktion. Ich hab vorgestern hier bei der Einbringung des Bundeshaushalts Sie der Arbeitsverweigerung geziehen, muss ich sagen. Habe ich gesagt, wenn dieselben Maßstäbe an die Union angelegt würden, wie die Union sie selbst anlegt, an arbeitsunwillige Bürgergeldbeziehende, dann müssten Sie sanktioniert werden. Sie als Totalverweigerer bezeichnet, haushaltspolitische. Und Herr Merz, ich meine das jetzt sehr ernst, was ich sage. Hören Sie bitte mal zu. Und Herr Merz hat gestern, weil ja auch andere den Vorwurf gemacht haben, eine Begründung abgegeben dafür, warum Sie keine Änderungsanträge gestellt haben. Und die ist eben so unwahr wie politisch gefährlich gewesen. Das kann man so nicht stehen lassen. Er hat nämlich sinngemäß gesagt, die politischen Gegensätze, die Gräben sind so groß, im Grundsatz so groß, dass es sich nicht lohnt, irgendwelche Änderungsanträge zu stellen. Das ist erstens unwahr, weil Sie hatten natürlich Änderungsanträge vorbereitet, über 300 für die Bereinigungssitzung am 16.11. Und Sie hatten das vorbereitet. So groß können die Gegensätze also nicht gewesen sein. Es war eine politische Entscheidung von Herrn Merz selbst, nach dem am Vortag ergangenen Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, das gesamte Verfahren der Haushaltsaufstellung zu delegitimieren und es insgesamt beschädigen zu wollen, ohne Rücksicht auf die Belange dieses Landes. Insofern muss ich mich ein bisschen korrigieren. Auf der Arbeitsebene, Gott sei Dank, haben Sie keine Totalverweigerung betrieben. Es war eine politische Totalverweigerung durch Herrn Merz. Und ich finde, das ist gefährlich für eine Demokratie, wenn man die Verfahren der Demokratie delegitimiert, wenn man Gräben und Grundsätze beschwört, anstatt die Möglichkeit zur Zusammenarbeit betont. Das beschädigt die Demokratie genauso wie das Wiederholen von populistischen, demokratiefeindlichen Narrativen. Und ich finde, dass die Union sich das gut überlegen sollte, ob sie diesen Weg von Herrn Merz mitgehen will. Und ich meine, das heißt nicht, dass Sie unsere inhaltlichen Ansichten übernehmen sollten. Wir streiten über unterschiedliche Weichenstellungen, das ist klar. Aber ich gehe noch mal davon aus, jetzt erstmal, dass wir uns grundsätzlich auf demselben Gleisbett bewegen. Und das ist total wichtig für die Stärkung und Zusammenarbeit. Die Zusammenarbeit muss im Grundsatz auch bei inhaltlichen Unterschieden möglich sein. Aber auch andere in der Unionsspitze verfolgen offensichtlich diesen Weg, den sie sich möglicherweise von der Republikanischen Partei in den USA abgeguckt haben. Etwa wenn Jens Spahn vom dauerhaften Entzug des Existenzminimums redet und dann sagt, wenn das mit dem Grundgesetz nicht vereinbar sei, dann müsse man das Grundgesetz ändern. Wissen Sie, welche Artikel des Grundgesetzes man ändern müsste? Artikel 1, Menschenwürde. Denn darauf hat das Bundesverfassungsgericht ebenfalls in seinem Regelsatzurteil 2010 hat es verwiesen. Und das Sozialstaatsprinzip. Die ersten 20 Artikel des Grundgesetzes unterliegen dem Ewigkeitsprinzip. Ist das wirklich tatsächlich die Art von Diskurs, die Sie führen wollen, die Art von Diskussion? Und an dieser Stelle kann man sagen, haben wir
von SPD, FDP, Bündnis 90, die Grünen, Arbeitsethos bewiesen, das den Menschen tatsächlich weiterhilft. Wir haben im Verfahren den Eingliederungstitel stabilisiert auf dem Niveau von 2023 und das im Haushaltsverfahren wieder zurückgeholt. Und wenn Sie Vorschläge machen wollen, dass Leute so schnell wie möglich in Arbeit kommen aus dem Bürgergeld, hätten Sie ja eigene Änderungsanträge stellen können, etwa zur Ausweitung des sozialen Arbeitsmarktes. Das wäre doch eine gute Idee gewesen, wo wir auch die Mittel stabilisiert haben. Der Bundesarbeitsminister, der gleich noch sprechen wird, hat einen Jobturbo ins Leben gerufen. Und darüber werden wir ebenfalls, das ist etatisiert im Ansatz in den nächsten Jahren, da werden wir ebenfalls sehr viel schneller Personen in Arbeit bringen. Und es ist so, dass wir endlich Schluss machen müssen mit dem Schlechtreden. Wir haben eine Situation hier, die, was den Beitragssatz anbelangt bei der Rente, dem Rentenniveau, den Rücklagen hervorragend ist. Wir haben den höchsten Stand an Beschäftigung jemals in der Bundesrepublik Deutschland. Wir haben einen Rekord an geleisteten Arbeitsstunden. Also hören Sie doch auf zu erzählen, dass Arbeit sich nicht lohne. Reden Sie den Menschen das doch nicht ein. Es stimmt nicht. Selbst das IFO-Institut, durchaus wirtschaftsnah, hat kürzlich genau vorgerechnet, dass Arbeit sich lohnt. Das können Sie nachgucken. Das DIW hat in einer Untersuchung ebenfalls gesagt, Arbeit lohnt sich immer. Und ich finde, man sollte den Menschen kein falsches Zeug einreden, damit sie auch keine Dummheiten machen. Und ich glaube, dass wir in diesem Verfahren bei allen Schwierigkeiten, die das Urteil des Bundesverfassungsgerichts mit sich gebracht hat, wirklich versucht haben, Verlässlichkeit und Sicherheit herzustellen. Und ich muss an dieser Stelle auch allen haushaltspolitischen Sprechern von SPD, Grünen und FDP danken, dass das so möglich geworden ist, weil wir im Volumen ja einiges erreicht haben. Und ich danke auch ausdrücklich Otto Fricke von der FDP, weil sicherlich auch da nicht immer die Interessen so übereinstimmten und es wirklich eine Notwendigkeit gab, Kompromisse zu finden. Und ich finde, das ist den Berichterstatterinnen für den Einzelplan 11, Katrin Michel, Claudia Raffelhüschen, die gleich noch reden wird, ist uns gut gelungen und auch mit den haushaltspolitischen Sprechern. Und das ist auch ein Wert an sich. Bei dem ganzen Gerede über die Streitampel und dergleichen zeigen wir, dass wir in den Ausschüssen im Maschinenraum der Demokratie gut zusammenarbeiten können. Vielen Dank. Markus Kurt war das für die Bündnisgrünen. Er hat gesagt, es wurde ja auch viel erreicht. Und in der Tat, wenn er das auf diesen Etat, nämlich Arbeit und Soziales, meint, gibt es in diesem Jahr wieder 9,5 Milliarden Euro mehr für den Bereich Arbeit und Soziales. Claudia Raffelhüschen für die FDP. Herr Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist vollbracht. Wir schließen in dieser Woche ein sehr langes, dafür aber gründliches Haushaltsverfahren ab, das allerdings nicht erst durch das bekannte Urteil des Bundesverfassungsgerichts extrem anspruchsvoll war. Entsprechend musste auch unser Minister seinen Konsolidierungsbeitrag leisten. Und über das Wie haben wir in den vergangenen Monaten wirklich hart verhandelt. Einen geplanten Rechtskreiswechsel von unter 25-jährigen Leistungsempfängern aus dem steuerfinanzierten SGB II in die Beitragsfinanzierung des SGB III konnten wir beispielsweise gemeinsam abwenden. Dafür möchte ich Ihnen, Herr Minister, meinen Respekt zollen. In der Politik ist es nicht immer selbstverständlich, dass man auf seine Kritiker eingeht und nach neuen Lösungen sucht. Wir haben in den vergangenen Monaten aber nicht nur mit dem Ministerium, sondern auch innerhalb der Koalition hart gerungen, um den Regierungsentwurf auch an die erwartete Arbeitsmarkt- und Konjunktursituation anzupassen. Herausgekommen ist nun ein Kompromiss, den ich als liberale Haushaltspolitikerin mittragen kann, wenn auch mit teils getrübtem Enthusiasmus. Als Koalition haben wir etwa das Bürgergeld und das Gesamtbudget SGB II, also die finanzielle Ausstattung der Jobcenter, angefasst
und im Bereich Eingliederung deutlich mehr Mittel zur Verfügung gestellt. Hintergrund ist der im vergangenen Jahr von Ihnen, Herr Heil, angekündigte Jobturbo, um zugewanderte Menschen schneller in Arbeit zu bringen. Aufgrund der dadurch zu erwartenden Beschleunigung des Eingliederungsprozesses ergeben sich finanzielle Spielräume in den Sozialsystemen, weshalb wir den Ansatz für das Bürgergeld um circa eine halbe Milliarde Euro abgesenkt haben. Wir haben Ihnen, Herr Minister, sozusagen Vorschusslorbeeren gewährt und erwarten nun bereits bis Ende März einen ersten konkreten Zwischenbericht, inwieweit sich der Jobturbo tatsächlich entfaltet. Egal ob Bürgergeldempfänger, Langzeitarbeitslose oder Zugewanderte, wir brauchen mehr Menschen in Arbeit, ohne diese erst über lange Zeit in unseren Sozialsystemen verharren zu lassen. Das liegt nicht nur im Interesse eines jeden Steuerzahlers, sondern insbesondere auch im ureigenen Interesse derjenigen Menschen, die hier arbeiten können und arbeiten wollen. Spracherwerb, soziale Teilhabe und Integration sind integrale Bestandteile, die Arbeit eben auch mit sich bringt. Und gerade vor diesem Hintergrund begrüße ich auch, dass wir uns als Koalition auf eine Neuregelung für die Sanktionierung sogenannter Totalverweigerer einigen konnten. Das bedeutet, dass Bürgergeldempfänger, die mehrfach zumutbare Arbeit ablehnen, in Zukunft angemessen sanktioniert werden dürfen. Das wirkt insbesondere präventiv und ist aus Gründen der Leistungsgerechtigkeit und Fairness mehr als sinnvoll. Die finanzielle Komponente beläuft sich hierbei für den Bund auf ca. 150 Millionen Euro Einsparungen im Jahr. Als FDP sagen wir aber klar, wir müssen dieses Instrument streng evaluieren und möglicherweise nachbessern, also gegebenenfalls auch verschärfen. Denn es kann nicht sein, dass die Steuerzahler mit hohen Milliardenbeträgen pro Jahr für Eingliederungsmaßnahmen aufkommen, Menschen, die arbeiten könnten und zumutbare Arbeitsangebote vorgelegt bekommen, diese immer wieder ablehnen. Das ist unfair, und deshalb ist diese Neuregelung wichtig und richtig. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es bleiben große Baustellen in diesem größten Einzelplan des Bundeshaushalts. Und wir müssen uns deshalb und gerade auch für die kommenden Jahre ehrlich machen. Wir leisten uns einen einzigartigen, aber auch extrem kostenträchtigen Sozialstaat. Gut 40% unseres gesamten Bundeshaushalts fließen in den Einzelplan 11, und eine finanzielle Belastungsgrenze lässt sich einem gewissen Punkt nicht mehr durch reines Verschieben von Finanzmitteln umschiffen. Deshalb, und ich sage das jetzt hier mal ganz ungeschützt, müssen wir wirklich dringend nach Lösungen für weitere und tatsächliche Sparmaßnahmen suchen, damit uns der Laden nicht irgendwann um die Ohren fliegt. Das wäre nämlich für genau diejenigen dramatisch, die in unserem Land die Unterstützung am meisten benötigen. Und für diejenigen, die es in Zukunft finanziell ausbaden müssten, nämlich unsere Kinder und Enkelkinder. Bundesfinanzminister Lindner hat in den meisten Ressorts daher strikte Sparmaßnahmen auferlegt, was ich für absolut richtig halte. Denn, ich habe es an dieser Stelle schon mehrfach erwähnt und werde auch nicht müde, es zu erwähnen, wir haben kein Einnahme-, wir haben ein Ausgabeproblem. Deshalb kann die Lösung nur in Konsolidierungs- und Sparmaßnahmen liegen, keinesfalls, und das möchte ich klar sagen, in Debatten über Steuererhöhungen oder dergleichen. Und dasselbe gilt für unsere Schuldenbremse. Ich möchte als Haushälterin deshalb zum Abschluss dafür werben, dass wir wieder mutige Reformen anstoßen, die unser Land nach vorne bringen, auch wenn sie uns kurz- wie mittelfristig einiges an Durchhaltevermögen abverlangen werden. Denn manchmal können auch kleine Rückschritte große Fortschritte bedeuten. Vielen Dank. Claudia Raffelhüschen von der FDP mit einer Rede, die sie teilweise auch als Oppositionsrednerin hätte halten können. Wir leisten uns einen teuren Sozialstaat, in der Tat 175,7 Milliarden Euro.
ist der Etat für Arbeit und Soziales groß, mit Abstand der größte Etat. Gerd Aumer jetzt für die CDU-CSU. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, im Vorwort des Bundeshaushalts, Herr Bundesminister, steht, dass der Sozialstaat leistungsfähig und verlässlich bleibt. Das ist das Ziel des Bundeshaushalts, des BMAS. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn man sich den Haushalt genauer anschaut und die Zielsetzung, dann merkt man, dass das Regierungshandeln weder die Leistungsfähigkeit noch die Verlässlichkeit des Sozialstaates in den Mittelpunkt stellt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, eine überwiegende Mehrheit in unserem Land wünscht sich laut einer Allensbach-Umfrage einen leistungsfähigen Sozialstaat. Einen Sozialstaat, der die Existenz der Schwächeren absichert, aber auch einen Sozialstaat, der verhindert, dass ein Teil der Bevölkerung materiell abhängig wird, und auch einen Sozialstaat, der dazu beiträgt, die Gesellschaft zusammenzuhalten. Meine sehr geehrten Damen und Herren der Ampel, wenn die Sozialpolitik, so das Allensbach-Institut, weiter zu einer Annäherung von Unterstützungs- und Erwerbseinkommen führt, verliert die Mehrheit das Vertrauen und die Unterstützung, besonders die Mittelschicht und die schwächeren Schichten in unserem Land. Genau das, meine sehr geehrten Damen und Herren der Ampel, haben Sie mit Ihrer Sozialpolitik geschafft: Vertrauen und Unterstützung verloren. Warum? Weil Sie mit Ihrer Politik dazu beigetragen haben, dass viele ihre Leistung unzureichend respektiert sehen in unserem Land und vor allem, dass die Erwerbstätigen auch noch den Sozialstaat finanzieren müssen. Und sehr geehrter Herr Kurt, ich möchte kurz auch auf Ihre Punkte eingehen, die Sie hier angesprochen haben. Eines haben Sie vielleicht verschwiegen, was Friedrich Merz gestern auch gesagt hat: Wenn die Jacke von unten falsch eingeknöpft ist, dann kann man auch mit kleinen Anträgen das Ganze nicht heilen. Und das sollte Ihnen zu denken geben, meine sehr geehrten Damen und Herren. Gerade bei dem Haushalt des BMAS gilt diese Kritik unseres Fraktionsvorsitzenden. Sehr geehrter Herr Bundesminister Heil, Sie haben bei der Bürgergeldreform groß angekündigt, von der Grundsicherung zum Bürgergeld. Das ist die größte Sozialstaatsreform seit 20 Jahren. Was diese Reform wirklich bewirkt hat in unserem Land, ist letzte Woche sehr gut und treffend von Renate Köcher in der FAZ dargestellt worden: eine demotivierte Gesellschaft. Und recht hat sie, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wenn man es anders und richtig machen könnte, hat Ihnen gestern unser Fraktionsvorsitzender Friedrich Merz erläutert. Nur wenn zwischen Arbeitseinkommen und Sozialleistungen ein hinreichend großer Abstand besteht, wird die Leistungsbereitschaft der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch hinreichend belohnt. Recht hat er. Recht hat Friedrich Merz auch mit der Forderung, dass die Sozialpolitik wieder stärker unterscheiden muss zwischen beitragsfinanzierten Lohnersatzleistungen und steuerfinanzierten Sozialleistungen. Sehr geehrter Herr Bundesminister, genau das Gegenteil machen Sie mit diesem Haushalt. Sie vermischen Beitragszahlungen und diese anderen Leistungen im Haushalt. Wir haben es bei der Bundesagentur für Arbeit gemerkt, wir haben es bei Ihren Aktivitäten bei der Rentenversicherung gemerkt. Nur weil Ihnen Ihre Kosten aus dem Ruder laufen, ist es nicht richtig, dass Sie sich bei den Beitragszahlern und Beitragszahlerinnen bedienen. Der Haushalt zeigt, an was es Ihnen in der Regierung mangelt, an dem, was die SPD eigentlich versprochen hat: an Respekt. An Respekt vor der Leistung, an dem Respekt vor den Beitragszahlerinnen und Beitragszahlern. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Kurz, noch mal zu Ihnen und zu den Vorrednern: Sie haben von schlecht reden gesprochen. Ich merke in meinem Wahlkreis etwas ganz, ganz anderes. Ich merke, dass Sie schlecht regieren. Deswegen hören Sie auf, schlecht zu regieren, dann ist die Stimmung in unserem Land besser. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Heil, arbeiten Sie daran, dass der Sozialstaat unsere Gesellschaft wieder zusammenhält. Und das ist und sollte das Ziel des Haushalts sein. Deswegen lehnen wir ihn ab, weil das nicht tut. Peter Aumer war das für die CSU. Es gab beim Bürgergeld ja Änderungen, nämlich Totalverweigerern, die Jobangebote ablehnen sollen, dabei für 2 Monate bis auf die Wohnkosten die Bezüge komplett gestrichen bekommen. Das hat unter anderem auch Hubertus Heil durchgesetzt, nachdem das am Anfang in Koalitionsverhandlungen noch nicht durchsetzbar war. Jetzt der zuständige Bundesminister Hubertus Heil. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist kein Geheimnis, dieser Haushalt ist hart erarbeitet.
Und ich möchte mich ganz herzlich bei vor allen Dingen den Haushältern der Koalition bedanken, dass das gelungen ist. Denn klar ist, und das war mir wichtig, auch mein Etat, das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, musste bei dieser großen Kraftanstrengung Beitrag leisten. Allerdings war mir eins wichtig, dass wir es hinkriegen zu sparen, ohne bei sozialen Leistungen und beim Sozialstaat und damit bei der sozialen Sicherheit in Deutschland zu kürzen. Dass das gelungen ist, dafür ganz herzlichen Dank. Denn, meine Damen und Herren, gegenüber einigen Reden, die ja geführt wurden, soziale Sicherheit ist kein nice to have. Soziale Sicherheit ist etwas, was unser Land nicht nur zusammenhält als Gesellschaft, gerade in Zeiten von Umbruch und Krisen. Es hält auch unsere Demokratie zusammen. Und ausweislich aller Studien, es ist auch ein wirtschaftlicher Standortvorteil, dass wir geordnete soziale Verhältnisse haben. Wer sich auf der Welt umschaut, muss sagen, der Sozialstaat in Deutschland, das ist keine Last, das ist eine Stärke dieses Landes, auf die wir sitzen. Aber dass wir uns soziale Sicherheit auf relativ internationalem hohem Niveau leisten können, hat eine entscheidende Voraussetzung, nämlich ein stabiler und ein robuster Arbeitsmarkt. Und auch das ist gelungen in den letzten Jahren. Wir haben trotz aller Krisen und Umbrüche, trotz der Corona-Pandemie, trotz der wirtschaftlichen und sozialen Folgen des furchtbaren russischen Angriffskrieges, trotz weltwirtschaftlicher Schwächen in der Nachfrage, zum Beispiel aus China, es geschafft, unseren Arbeitsmarkt nicht nur robust und stabil zu halten. Wir haben den höchsten Stand von Beschäftigung, den es je in Deutschland gegeben hat. 46 Millionen Erwerbstätige, über 35 Millionen sozialversicherungspflichtiger Beschäftigte. Und auch das ist nicht vom Himmel gefallen in diesen Zeiten, sondern es ist auch Ausdruck von Sozialstaatlichkeit, dass wir mit dem Instrument von Kurzarbeit die Brücken gebaut haben. Es ist eine Sozialleistung, die Wirtschaft und Unternehmen geholfen hat, die Menschen in Arbeit gehalten hat, die gesamtwirtschaftliche Nachfrage stabilisiert hat. Deshalb gegenüber allen, die aus der Union so tun, als sei der Sozialstaat etwas, was überflüssig ist. Es nützt auch unserer Volkswirtschaft, meine Damen und Herren. Und ich will auch ganz deutlich sagen beim Thema Arbeit macht den Unterschied und Leistungsgerechtigkeit. Wir haben in den letzten Jahren eine ganze Menge dafür getan, dass Arbeit den Unterschied macht. Denn es ist eine Frage des Respekts und der Leistungsgerechtigkeit. Denn Arbeit bringt unser Land zusammen. Arbeit ist die beste Integration einer Gesellschaft. Wir haben nicht nur den Mindestlohn erhöht. Wir haben Steuern und Sozialversicherungsbeiträge für Menschen mit geringem Einkommen gesenkt. Wir haben den Zuverdienst auch im Bürgergeld verbessert, meine Damen und Herren. Wir haben das Kindergeld für fleißige Leute angehoben und auch das Wohngeld an dieser Stelle. Und jetzt sage ich Ihnen ganz, ganz deutlich, gestern hat das DIW und das Statistische Bundesamt beschrieben, wie wichtig dieser Kurs war. Seit Einführung des Mindestlohns haben wir mit dieser Politik und mit der Erhöhung über 2 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus dem Niedriglohnsektor in besser bezahlte Arbeit gebracht. Das ist das Ergebnis unserer Politik. Und jetzt sage ich Ihnen noch was dazu. Als Union, wir gehen diesen Weg weiter. Wir sind nicht zufrieden. Wir wollen, dass Arbeit sich noch mehr lohnt. Noch mehr lohnt. Ich will Ihnen das an dieser Stelle sagen, weil der Mindestlohn ist wichtig und er hat geholfen. Die Erhöhung, die Sie bekämpft haben an dieser Stelle, hat geholfen. Aber wir geben uns nicht mit zufrieden, dass der Mindestlohn steigt. Wir wollen, dass die Tarifbindung in diesem Land stärkt, meine Damen und Herren. Und auch das in Zahlen. Da, wo Vollzeitbeschäftigte, einmal über Zahlen und Fakten reden, wo Vollzeitbeschäftigte Tarifvertrag haben, haben sie im Schnitt 18% mehr als Kolleginnen und Kollegen in derselben Branche ohne Tarifvertrag. Das ist ein erheblicher Unterschied. Und deshalb wird die Bundesregierung noch in diesem Frühjahr ein Gesetz vorlegen, um die Tarifbindung in Deutschland zu stärken. Wir wollen, dass öffentliche Aufträge des Bundes nur noch an Unternehmen gehen, die nach Tarif bezahlen. Denn das führt zu besseren Löhnen und Arbeitsbedingungen. Das sorgt dafür, dass Arbeit einen Unterschied macht. Ich sage Ihnen aber auch als Union, ich finde es gelinde gesagt etwas merkwürdig, um nicht zu sagen nicht ganz redlich. Sie haben dem Bürgergeld und der Erhöhung des Bürgergeldes im Parlament zugestimmt. Friedrich Merz hat in namentlicher Abstimmung für das Bürgergeld und die Erhöhung des Bürgergeldes gestimmt. Als es um die Erhöhung des Mindestlohns geht, da haben Sie sich in die Büsche geschlagen und heldenhaft enthalten. Ich kann Ihnen sagen, wer will, dass Arbeit einen Unterschied macht, der muss wirklich nicht nur in Reden für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eintreten, sondern auch im Handeln. Das tut diese Koalition, damit Arbeit den Unterschied macht, meine Damen und Herren. Und übrigens, meine Bitte ist, bei allem Streit über die Sache, Sie wissen auch, hoffentlich, dass seit 2015, seit der Einführung des Mindestlohns, der Mindestlohn stärker gestiegen ist als die Grundsicherung.
Der Mindestlohn ist von 2015 bis zu dieser Erhöhung jetzt zum 1.1. um 46% gestiegen. Die Grundsicherung, das Bürgergeld heute in diesem gleichen Zeitraum um 41%. Das heißt, durch die Einführung des Bürgergeldes hat es sich am Lohnabstand nichts verändert. Deshalb ist meine Bitte, hören Sie auf, so einen Unsinn zu erzählen. Sie haben dem Bürgergeld ja zugestimmt, weil Sie das wussten, hoffentlich. Nein, wer ein Herz für arbeitende Menschen in diesem Land hat, der muss dafür sorgen, dass Menschen in Arbeit kommen. Der muss dafür sorgen, dass Arbeit sich lohnt, aber der darf nicht Gruppen der Gesellschaft gegeneinander ausspielen. Und zur Leistungsgerechtigkeit, meine Damen und Herren, und zum Respekt gehört übrigens auch das Thema Alterssicherung und Rente. Das ist keine sozialpolitische Frage allein, natürlich auch soziale Sicherheit im Alter. Aber es geht im Kern darum, dass Menschen nach einem Leben voller Arbeit eine anständige Absicherung im Alter haben. Das ist der Grund übrigens, warum wir gegen große Widerstände der Union die Grundrente durchgesetzt haben. Damit Arbeit einen Unterschied macht, auch am Ende eines langen Arbeitslebens. Ich bin froh, dass das gelungen ist. Hat vielen geholfen. Aber wir müssen weitergehen, denn wir stehen vor großen Aufgaben im Bereich der Alterssicherung. Und deshalb wird die Bundesregierung im Februar ein Rentenpaket 2 vorlegen, mit dem wir dauerhaft das Rentenniveau in Deutschland sichern, meine Damen und Herren. Ich will Ihnen sagen, warum das wichtig ist. Warum das wichtig ist. Es ist deshalb wichtig, damit sich alle Generationen auf das System der Alterssicherung in Deutschland verlassen können. Nicht nur die 22 Millionen Rentnerinnen und Rentner von heute, sondern die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von heute, die zukünftigen Rentnerinnen und Rentner sind. Darum geht es. Weil wenn wir nicht handeln, das Rentenniveau absinken wird. Wir wollen es dauerhaft stabilisieren. Das wird dieser Koalition gelungen. Und da bin ich dann auch mal ganz gespannt auf die Union. Denn ich nehme ja wahr, dass Sie nicht nur keine Änderungsanträge zum Haushalt stellen, sondern jeden Tag in wilden Äußerungen sich auch zum System der Alterssicherung äußern. Herr Lindemann ist derjenige, dem nur eins einfällt beim Thema Rente, nämlich Arbeit mit 67, 68, 69, 70. Das wäre für viele Menschen in Deutschland eine Rentenkürzung. Deshalb, wir sind für flexible Übergänge in Ruhestand. Aber es wird mit dieser Bundesregierung keine Erhöhung des gesetzlichen Renteneintrittsalters geben, die Union sich wünscht. Das wäre der falsche Weg, meine Damen und Herren. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die größte Herausforderung ist allerdings in den nächsten Jahren in der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik dafür zu sorgen, dass die Arbeits- und Fachkräftebasis in diesem Land stabil bleibt. Und auch dafür haben wir Weichen gestellt. Beispielsweise mit dem Bürgergeld, was ja nicht nur dazu da ist, Menschen in existenzieller Not abzusichern, sondern sie vor allen Dingen aus der Bedürftigkeit in Arbeit zu bringen, durch Qualifizierung. Das haben Sie mitbeschlossen, weil Sie wissen, es ist richtig, dass 2/3 der Langzeitarbeitslosen keine abgeschlossene Berufsausbildung haben. Und wir finden uns damit nicht ab. Wir geben den Menschen durch Qualifizierung die Chance, einen Berufsabschluss nachzuholen, sich zu qualifizieren, um als Arbeits- und Fachkräfte auch Teil der Fachkräftesicherung zu sein. Das ist unser Weg. Mit dem Jobturbo bringen wir Geflüchtete stärker in Arbeit. Und ich bin froh, dass wenigstens einer aus der Union sich lautstark dafür stark macht. Und meine Bitte ist, das mitzutun bei allen Unterschieden. Karl-Josef Laumann unterstützt uns, der nordrhein-westfälische Arbeitsminister, weil er weiß, dass es wichtig ist, dass wir arbeitsfähige Geflüchtete, die hier eine Bleibeperspektive haben, schneller in Arbeit bringen. Das ist auch eine Frage der Akzeptanz, aber auch der Vernunft. Wir haben das Aus- und Weiterbildungsgesetz auf den Weg gebracht, um junge Menschen in Ausbildung zu bringen, um Beschäftigte zu qualifizieren im Wandel. Und wir haben auch das Einwanderungsgesetz auf den Weg gebracht. Und dazu einen Satz Richtung AfD. Es ist ja nicht nur so, dass Sie hier ständig in diesem Parlament unsere Demokratie versuchen, lächerlich zu machen und anzugreifen. Es ist nicht nur so, dass Sie Menschen gegeneinander versuchen aufzuhetzen und in diesem Land Unfrieden stiften. Sie sind auch ein wirtschaftlicher und ein sozialer Standortrisiko. Sie sind keine Alternative für Deutschland, Sie sind ein Albtraum für Deutschland. Deshalb sage ich Ihnen ganz deutlich, das, was Sie an widerlichen Vertreibungsfantasien haben, diese Ideen, die Sie zur Zerstörung der Europäischen Union haben, das wird es nicht geben an dieser Stelle. Und ich bin froh, dass viele Bürgerinnen und Bürger das erkannt haben in diesem Land. Wir brauchen qualifizierte Zuwanderung für Deutschland und dürfen die Menschen, die helfenden Hände und die Kräfte, die wir brauchen für dieses Land und die klugen Köpfe, nicht abschrecken durch Nationalisten. Der Unterschied zwischen Ihnen und uns ist, wir lieben unser Land, wir sind soziale Patrioten in diesem Land. Sie sind Nationalisten, Sie hassen die anderen. Und deshalb dürfen Sie keine Gewalt über diesen Staat bekommen. Herzlichen Dank. Hubertus Heil, der Bundesarbeitsminister, hat noch einmal die Sparanstrengungen seines Haushalts gelobt. Netto allerdings bekommt er mehr, nämlich 9,5 Milliarden Euro. René Springer jetzt für die AfD.
Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste. Der deutsche Sozialstaat ist in Gefahr, und er ist in Gefahr, weil sich Arbeit und Leistung immer weniger lohnt, weil der Renteneintritt der Babyboomer-Generation kein demografisches Gegengewicht hat und vor allem, weil unsere offene Landesgrenze zu unbegrenzter Armutsmigration führt. Die Arbeitsmoral zu erhöhen, zum Beispiel durch höhere Löhne, oder die demografische Misere zu korrigieren, zum Beispiel durch eine aktivierende Familienpolitik, das sind aufwendige Herausforderungen, die Sie über Jahrzehnte vernachlässigt haben. Wo Sie aber schnell und effektive Abhilfe schaffen können, das ist bei der Migration in unsere Sozialsysteme. Aber schauen wir vorher mal auf die Fakten, die Sie so ungern hören. Die Hälfte aller Bürgergeldempfänger in Deutschland sind Ausländer. Die Mehrheit der Familien im Bürgergeld sind ausländischer Herkunft. 40% aller in Deutschland lebenden ausländischen Minderjährigen leben vom Bürgergeld. Und über 60% aller Bürgergeldbezieher, die grundsätzlich arbeiten könnten, haben einen Migrationshintergrund. Im Bundesland Hessen sind es sogar 76%. Sie alle zusammen hier im Haus haben das Bürgergeld, wofür Millionen Bürger tagtäglich früh aufstehen, hart arbeiten, brav ihre Steuern zahlen, zu einem Migrantengeld pervertiert. Meine Damen und Herren, Massenmigration ist ein Minusgeschäft, das unsere Gesellschaft instabiler, unsicherer und ärmer macht. Das ist im Übrigen auch das Urteil des Sozialexperten Professor Bernd Raffelhüschen. Zu seiner neuesten Studie stellt er fest, ich zitiere, Zuwanderung wird unsere Wirtschaft, unsere Renten und Sozialsysteme nicht retten können. Die Zuwanderung, wie sie bisher geschieht, kostet uns gesamtwirtschaftlich 5,8 Billionen Euro. Stellen Sie sich vor, was man mit diesem Geld Sinnvolles tun könnte. Sein Fazit: Migration hat keine positive Bilanz. Ausländische Fachkräfte werden unseren Sozialstaat nicht retten können. Meine Damen und Herren, trennen Sie sich endlich von Ihren Machbarkeitsillusionen. Ihre Migrationspolitik kann keine Probleme lösen. Im Gegenteil, Ihre Migrationspolitik führt zu einer Verschärfung fast aller politischen Problemlagen in Deutschland, vor allem der sozialpolitischen. Durch Zuwanderung haben wir mehr Kinderarmut, mehr Einkommensarmut, mehr Sozialhilfeempfänger, steigende Staatsausgaben bei sinkender Produktivität, mehr Lohndumping, weniger Wohnraum bei steigenden Mieten, mehr Sozialleistungsmissbrauch und eine Verschärfung des Fachkräftemangels in der Realwirtschaft, während zugleich die Zahl der Beschäftigten im öffentlichen Dienst durch die Decke geht. Aber wir brauchen eben nicht noch mehr Integrationshelfer und Sozialpädagogen. Was wir brauchen, sind Gaswasserinstallateure und Elektriker. Und Bernd Raffelhüschen bringt das in einem Satz auf den Punkt. Machen wir weiter wie bisher, sind wir dumm wie Stroh. Und trotzdem weigern Sie sich, eine andere Politik zu machen. Anstatt endlich im großen Stil abzuschieben, wie es Bundeskanzler Scholz im Spiegel vorschlug, wollen Sie die importierten Probleme zum Dauerzustand machen, indem Sie die deutsche Staatsbürgerschaft noch schneller und noch einfacher verramschen. Damit können Sie vielleicht die Statistiken frisieren, aber Sie werden kein einziges der angesprochenen Probleme lösen. Sie reißen mit dieser Politik Deutschland in den Abgrund. Als AfD wollen und werden wir diese Entwicklung rückgängig machen. Im Gegensatz zu Ihnen wollen wir die strukturelle Substanz unseres Sozialstaates erhalten. Und das bedeutet nun mal, dass ein Großteil der illegal eingereisten und Transferleistung beziehenden Migranten dieses Land wieder zu verlassen hat. Und ich sage Ihnen auch mit aller Ehrlichkeit, Sie können gerne jede Woche Ihre mit Staatsgeldern finanzierte Klientel von linken Vereinen, Aktivistennetzwerken, NGOs, Gewerkschaften und Kirchenverbänden auf die Straße schicken, um gegen uns zu mobilisieren. Doch die von Ihnen geschaffenen Probleme werden dadurch eben nicht gelöst. Deutschland hat am Ende die Wahl. Ein Einwanderungsland zu sein ohne Sicherheit und ohne Sozialstaat oder aber den Sozialstaat mit einer entschlossenen Remigrationspolitik zu schützen und für die kommenden Generationen zu erhalten. Es bleibt also die Wahl zwischen dem Weiter-so der Altparteien, die hier versammelt sitzen, oder aber der Alternative für Deutschland. Und solange dieses Land noch eine Demokratie ist und wir ringen dafür, dass es auch eine Demokratie bleibt, werden wir als Alternative für Deutschland zur Verfügung stehen, um den Karren aus dem Dreck zu ziehen, den Sie dahingestellt haben. Danke für die Aufmerksamkeit. Dass sich die parlamentarische Staatssekretärin die ganze Zeit mit dem Rücken zum Redner gedreht hat, ist eine Schande.
Schande für die Demokratie in diesem Haus. Das Wort hat die Kollegin Corinna Rüffer für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Hochverehrte Frau Präsidentin, liebe Demokratinnen und Demokraten, so ein Haushalt ist ja nicht dazu da, dass man irgendwie Milliarden hin und her schiebt. So ein Haushalt ist dafür gedacht, dass wir unsere Gesellschaft zusammenhalten, dass unser Gemeinwesen weiterhin gut funktioniert. Und auch wenn das diesmal noch mit hohem Aufwand und großem Einsatz unserer Haushälterin gelingt, stehen wir mit Blick auf das, was uns in der Zukunft bevorsteht, natürlich vor ganz großen Problemen. Das ist uns allen, glaube ich, klar. Unsere Demokratie steht unter Druck wie nie. Wir haben das gerade in dieser Woche wieder schmerzlich gemerkt. Und ich will mal sagen, wer das Narrativ vom faulen Arbeitslosen bedient und die Bürgergeldempfängerin gegen den Niedriglohnarbeiter oder Geflüchteten ausspielt, nur um eigentlich kurzfristig die eigene Klientel zu bedienen, der spaltet die Gesellschaft und fügt unserer Demokratie schweren Schaden zu. Wer davon redet, dass wir kein Einnahmeproblem, sondern ein Ausgabeproblem hätten und damit meint, wir sollten bei denen sparen, die zu schwach sind, sich zu wehren und die über keine finanzkräftige Lobby verfügen, der sorgt dafür, dass immer mehr Menschen das Vertrauen in die Politik und in die Demokratie verlieren. Soziale Investitionen, und da hat Herr Heil vollkommen recht, sind kein Nice-to-have, sind keine Variable. Soziale Investitionen sind eine Investition in die Zukunft dieses Landes. Und wer meint, dass der Sozialstaat überfrachtet sei, den lade ich gerne mal ein ins Paul-Löbe-Haus. Ja, in diesen Lampenladen, wo wir alle mal gerne lecker essen gehen, mal da aus dem Fenster zu schauen in Richtung Spree. Da übernachten jeden Tag Menschen in ihren Zelten, waschen sich morgens in der Spree. Ja? So sieht das Leben eines Teils unserer Gesellschaft hier in Deutschland aus heutzutage. Und wer die U-Bahn nutzt und wer die S-Bahn nutzt in Berlin, das sollten Sie vielleicht auch häufiger mal tun, ja? Der trifft auf Menschen, die oftmals nicht von A nach B wollen, sondern die sich wenigstens für einen Moment vor der Kälte schützen müssen und deswegen Zuflucht in der S- oder U-Bahn suchen. Ja? Das ist die Realität eines Teils der Menschen in diesem Land. Und wer dagegen brüllt, den lade ich ein, das gleich im Anschluss mit mir zu tun. Und dann schauen wir uns an, wie die Situation in diesem Land für viele Menschen ist. Und die Not dieser Menschen ist und bleibt eine Schande für ein Land, das eigentlich so reich ist wie das unsere. Und die Antwort kann keine Scheindebatte über Totalverweigerer oder Ähnliches sein, sondern die Antwort muss es sein, diesen Menschen unter die Arme zu greifen, die Unterstützung zu geben, die es akut braucht, aber die es vor allen Dingen braucht, um diese Menschen aus diesen Lagen wieder herauszuholen. Von wem sprechen wir denn eigentlich? Es geht um Menschen mit Behinderungen, mit chronischen Erkrankungen, Menschen mit seelischen Beeinträchtigungen, die weit überdurchschnittlich von Arbeitslosigkeit, von Armut und von Obdachlosigkeit betroffen sind. Von Leuten, über die jemand wie Aiwanger sagt, es seien Taugenichtse. Aber die Würde des Menschen ist unantastbar und die ist keine Verhandlungsmasse. Die ist keine Verhandlungsmasse. Das hat unser Sprecher für Haushaltspolitik hier am Dienstag gesagt. Und genau das meinen wenn wir über die inklusive Gesellschaft sprechen. Demokratie braucht eine Haushaltspolitik, die Diskriminierung abbaut, Armut beseitigt und eine gleichberechtigte Teilhabe ermöglicht. Strukturen, die nicht funktionieren, allerdings erschüttern das Vertrauen der Menschen in uns als Politik und in diese Demokratie insgesamt. Wenn wir es noch länger versäumen, in die Zukunft unseres Landes zu investieren, aufgrund irgendeiner diffusen Angst vor Schuldenbergen mit kurzfristigen Sparmaßnahmen im Blick und einem dogmatischen Festhalten an der Schuldenbremse, dann wird es richtig teuer. Unsere Demokratie wird irgendwann zur Verliererin, denn sie erträgt kein Mehr an Ungleichheit. Vielen Dank. Der Bundestag debattiert immer noch den Einzelplan 11, Arbeit und Soziales. Und der nächste Redner kommt wieder von der FDP. Er ist der Sprecher für Arbeitsmarkt und Sozialpolitik seiner Fraktion.
Pascal Kober. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, 175,7 Milliarden Euro werden im Jahr 2024 für den Haushalt des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales und die Aufgaben, die dort bearbeitet werden, zur Verfügung gestellt werden. Zur Verfügung gestellt werden, sage ich deshalb, weil ich es als freier Demokrat schon wichtig finde, dass wir auch in einer haushaltspolitischen Debatte daran erinnern, dass es die Unternehmerinnen und Unternehmer, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Rentnerinnen und Rentner, die Pensionärinnen und Pensionäre und viele andere sind, die durch ihre Arbeit und den daraus abgeleiteten Steuern diese Möglichkeiten überhaupt erschaffen, dass wir diese sinnvolle Politik gemeinsam gestalten können. Und das tun Sie in einem nicht einfachen Umfeld, nach 16 Jahren liegen gebliebener Reformen. Ich erinnere daran beispielsweise, dass es die CSU war, die damals, als wir gemeinsam in der Regierung waren, die CDU daran gehindert hat, mit der damaligen Arbeitsministerin Ursula von der Leyen und der FDP ein weitsichtiges Fachkräfteeinwanderungsgesetz auf den Weg zu bringen. Das führt dazu, dass heute jedes zweite Unternehmen in seiner Geschäftstätigkeit aufgrund des Fachkräftemangels gehindert ist. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist gut, dass diese Ampelkoalition diese Baustelle neben vielen anderen, die sie hinterlassen haben, in Angriff genommen hat und endlich gelöst hat, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und so werden wir ab dem 1. März ermöglichen, dass Menschen, die Berufserfahrung haben, die ein Jobangebot haben, die einen Berufsabschluss im Ausland erworben haben und ein Mindesteinkommen haben, hierher kommen können, um zu arbeiten. Wir verkürzen die Verfahren, weil wir sagen, dass die Berufsanerkennung nicht vorgeschaltet werden muss, sondern dass die Menschen anfangen können zu arbeiten und dann die Berufsanerkennung und möglicherweise auch die Nachqualifizierung fortlaufend während der Erwerbstätigkeit laufen kann. Das heißt, die Leute können schon arbeiten und sind schon hier, sind eine Unterstützung für unsere Wirtschaft. Das ist überfällig und wir haben das auf den Weg gebracht. Und darüber hinaus anerkennen wir auch Wirklichkeiten. In vielen Unternehmen ist es möglich, auch mit Englisch zusammenzuarbeiten, gerade im IT-Bereich. Und deshalb haben wir natürlich die Hürden für den Spracherwerb abgesenkt. Man kann im Übrigen auch Deutsch lernen am Arbeitsplatz, vielleicht sogar besser als in manchem Unterrichtsraum, in der Theorie. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Politik, die an den Notwendigkeiten orientiert ist, diese Politik, die an den Realitäten orientiert ist, das ist Kennzeichen dieser Regierungskoalition. Und dafür stehen wir auch mit diesem Haushalt. Und zum 1. Juni werden wir endlich Anschluss finden an die erfolgreichen Einwanderungsländer durch die Einführung eines Punktesystems, wo man Punkte sammeln kann aufgrund von Berufsqualifikation, aufgrund von Alter, aufgrund von Berufserfahrung und weiteren Kriterien hierher kommen kann, um dann hier vor Ort einen Arbeitsplatz zu suchen. Auch das, liebe Kolleginnen und Kollegen, war längst überfällig und ist mit dieser Regierungskoalition endlich Realität in unserem Land. Und wenn wir von Realitäten sprechen, liebe Kolleginnen und Kollegen der Union, ich fand es schon bemerkenswert, dass ein stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Union sich in dieser Woche hierher gestellt hat und behauptet hat, dass 1,7 Millionen Arbeitssuchende, Bürgergeldbezieher, am nächsten Tag, das wäre also am Mittwoch gewesen nach meiner Rechnung, sofort anfangen könnten zu arbeiten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, was ist das für ein Unsinn? Was ist das für eine unseriöse Oppositionspolitik? Wir hatten im Jahr 2022 genau 500 unbesetzte Stellen für Unqualifizierte. Von den 1,7 Millionen sind rund 1,2 Millionen Menschen ohne Schule, ohne Berufsabschluss, 25% davon sogar ohne Schulabschluss. Liebe Kolleginnen und Kollegen, was sind denn das für Aussagen, dass 1,2 Millionen nicht auf 500 Stellen passen? Ich zitiere Franz Müntefering, da muss man kein Mathematiker sein, da reicht Volksschule Sauerland. Und ich bin sicher, dass es auch in Niedersachsen, wo der Kollege Mittelberg herkommt, entsprechende Schulen gibt, wo man das hätte lernen können. Aber Sie haben sich verweigert der Zusammenarbeit in diesem Haus. Statt wie die FDP in den Oppositionszeiten mit 500, 600 Änderungsanträgen zum Haushalt wirklich gestalterische Vorschläge zu machen, verweigern Sie die Mitarbeit. Sie leisten diesem Haus nicht den notwendigen Respekt. Besinnen Sie sich endlich wieder auf eine seriöse Oppositionsarbeit.
Arbeit, beteiligen Sie sich, damit dieses Land auch wirklich Vertrauen wieder gewinnt in diesen politischen Betrieb, in diesem Parlament. Diese Verweigerung führt am Ende nur dazu, dass Sie diejenigen stärken, die wir am Ende nicht in der Regierung haben wollen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das Wort hat der Kollege Stefan Stracke für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, werte Kolleginnen und Kollegen, Ihre Rede, Herr Minister, ist ja ein Offenbarungseid in mehrerer Hinsicht. Zum einen sind Sie nichts anderes als ein Ankündigungsminister. Zum wievielten wiederholten Male müssen wir jetzt in diesem Hause erfahren, dass Sie ein Rentenpaket vorlegen wollen. Sie wollten es 2022 bereits tun. Eine Tariftreueregelung haben Sie im Mai letzten Jahres angekündigt. Es ist immer noch nicht da. Sie sind nur noch ein Ankündigungsminister, kein Arbeitsminister an dieser Stelle. Und notwendige Reformen, beispielsweise bei der Arbeitszeit, stoßen Sie überhaupt nicht an. Da kommt gar nichts mehr von Ihrer Seite. Der Entwurf zur Arbeitszeiterfassung beispielsweise hat ja nicht einmal das Licht des Kabinetts erreicht. Oder die notwendige Flexibilisierung bei der Arbeitszeit, dass wir das endlich mal angehen. Eine komplette Leerstelle, obwohl Sie in Ihrem Koalitionsvertrag vereinbart haben, dass Sie diese Flexibilität 2022 herstellen wollten. Nichts davon ist tatsächlich Realität geworden. Herr Minister, ziehen Sie Ihre Schlafmütze ab und legen Sie endlich den Arbeitshelm an. Kommen Sie endlich ins Machen, ins Tun und setzen Sie die richtige Politik und die richtigen Prioritäten in diesem Land. Und es ist ein Offenbarungseid, auch noch was die Sozial- und Arbeitsmarktpolitik angeht. Sie kennen doch alle den Brandbrief vom 30. Januar der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, des Bundesverbands der Deutschen Industrie, der Deutschen Industrie- und Handelskammers, des Zentralverbands des Deutschen Handwerks. Und sie alle drängt die Sorge um den Wirtschaftsstandort Deutschland. Sie fordern jetzt Maßnahmen für einen wirtschaftlichen Aufbruch unseres Landes. Und auch unsere Gewerkschaften eint die Sorge um die Deindustrialisierung unseres Landes. Und Herr Minister, zu all dem sagen Sie kein Wort. 4 von den angesprochenen 10 Punkten aus dem Bereich der Arbeitgeber betrifft Ihre Zuständigkeit, Fachkräftesicherung, Sozialversicherung, die Frage der Zukunftsfähigkeit der Renten, Lieferkettengesetz. Nichts davon, aber auch gar nichts sagen Sie hier zu diesem Thema. Ich glaube, Sie haben immer noch nicht kapiert, Herr Minister, dass eine starke Wirtschaft das Fundament eines verlässlichen Sozialstaats ist. Und dieses Fundament droht wegzubrechen durch eine falsche Politik dieser Bundesregierung. Und Sie gefährden damit auch die soziale Ordnung in diesem Lande, weil Sie keine Antworten mehr finden auf die Fragen, wie Sie denn unser Land wieder fit und stark machen wollen. Die SPD und die Grünen, sie setzen auf immer neue Schulden und auf immer höhere Steuern und Abgaben. Und die FDP, die ist diejenige, die sagt, damit würgen wir immer noch mehr, wenn man das tut, das Wirtschaften in diesem Lande ab. Das zeigt doch, Sie haben den Kompass komplett verloren in dieser Regierung. Und es geht doch darum, Arbeit, Leistung und Fleiß in diesem Land, die müssen sich doch wieder lohnen. Es muss doch darum gehen, Menschen in Arbeit zu vermitteln und nicht in Arbeitslosigkeit zu verwalten, Herr Minister. Ja, und allein diese Handbewegung zeigt die Respektlosigkeit, die Sie auch gegenüber den Arbeitslosen an den Tag legen. Und setzen Sie jetzt die richtigen Prioritäten, Herr Minister, und handeln Sie an dieser Stelle. Kollege Stracke, ich habe die Uhr angehalten. Ja. Gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung? Selbstverständlich, kommt drauf an, von wem. Genau, bitteschön. Ja.
Sehr geehrter Herr Stracke, wenn Sie sagen, es muss darum gehen, Menschen in Arbeit zu vermitteln und das endlich zu ermöglichen, dann stelle ich Ihnen die Frage, warum Sie an so vielen Stellen genau das verhindern wollen. Sie regen sich beim Bürgergeld über den Wegfall des Vermittlungsvorrangs auf. Da geht es darum, dass Menschen Ausbildungen und Qualifizierungen, die sie begonnen haben, zu Ende führen können, damit sie dann tatsächlich langfristig eine Perspektive im Arbeitsmarkt haben. Das ist der gravierende Unterschied im Bürgergeld. Darüber sagen Sie, die Menschen müssen ja jetzt gar nicht mehr arbeiten. Warum regen Sie sich über das Thema Fachkräfteeinwanderung auf? Warum regen Sie sich darüber auf, dass wir darüber diskutieren, Arbeitsverbote abzuschaffen, an vielen Stellen dort auch schon Schritte vorangekommen sind? Also, das eine sagen würde erfordern, dass Sie dann auch mit Ihren Beiträgen dazu stehen, dass wir tatsächlich dafür sorgen wollen, dass alle Menschen in diesem Land Chancen am Arbeitsmarkt haben. Stefanie Effner von den Bündnisgrünen. Für diese Zwischenfrage, das öffnet mir die Gelegenheit, mal auf das Bürgergeld etwas näher einzugehen. Denn tatsächlich ist es ja so, dass mit Einführung dieses Bürgergeldes und auch schon davor die Übergänge aus Arbeitslosigkeit in Arbeit deutlich gesunken sind. Und das hat nicht nur mit der wirtschaftlichen Schwäche derzeit dieses Landes zu tun, die verursacht wurde vor allem durch die Politik dieser Bundesregierung, sondern es hat vor allem damit zu tun, dass sie systematisch Arbeitsanreize geschwächt haben und die Attraktivität des Bürgergeldes erhöht haben an dieser Stelle. Und bestes Beispiel dafür ist das Sanktionsmoratorium. Das Sanktionsmoratorium hat dazu geführt, dass überhaupt keine Sanktionen mehr durchgeführt werden konnten. Und die Forschung zeigt uns vom IAB, Sie sollten es mal nachlesen, was der Herr Weber Ihnen da sagt, zeigt ganz deutlich, dass das einen deutlichen Effekt hatte auf den Übergang von Arbeitslosigkeit in Arbeit. Das heißt, Ihre Politik schadet den Arbeitslosen an der Stelle, statt ihnen zu nutzen. Und deswegen haben wir das schon immer als einen schweren Fehler an der Stelle angesehen, ein solches Sanktionsmoratorium zu machen. Aber die FDP hat ja dem auch zugestimmt, weil sie auch hier ihren wirtschaftspolitischen Sachverstand gänzlich verloren hat. Und ein zweites im Übrigen, auch hier mit dem Bürgergeld. Auch hier müssen Sie sehen, der Lohnabstand muss wieder passen an der Stelle. Und deswegen verändern wir dieses Bürgergeld, wenn wir die Chance dazu haben. Wir setzen es komplett neu auf und richten es an dem Prinzip Fördern und Fordern aus, weil es notwendig ist, an dieser Stelle dies zu tun. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in Ihren Reden von der Ampel, auch vom Minister, ist ja immer viel die Rede von Leistungsgerechtigkeit und Respekt. Und wenn man sich dann das tatsächliche Tun anschaut, dann stellt man mal fest, während die Kosten des steuerfinanzierten Bürgergelds durch die Decke gehen, erhöhen sie auf der anderen Seite die Steuern, Abgaben und der Sozialversicherungsbeiträge um über 20 Milliarden Euro. Sie belasten damit die arbeitenden Mitte in unserer Gesellschaft, die Bürgerinnen und Bürger, die Landwirte, den Mittelstand. Sie sind es, die die Zeche zahlen dürfen für ihre verfassungswidrige Haushaltspolitik. Ich sage, das ist nicht leistungsgerecht. Das ist leistungsfeindlich. Sie sind eine Koalition der Leistungsfeindlichkeit an dieser Stelle. Und ein zweites, wenn man sich das anschaut, was das Thema Respekt angeht. Sie sanieren sich zu Lasten der Beitragszahler. Sie verschieben Leistungen in die Arbeitslosenversicherung. Dies wollen Sie tun im nächsten Jahr ab 2025, soll nämlich der Beitragszahler der Arbeitslosenversicherung Qualifizierung der Arbeitslosen zahlen, die bislang aus Steuermitteln passiert ist. Das ist nichts anderes als eine Verschiebung von Geldern, von der Rechnung an die Beitragszahler, und damit sanieren sie letztendlich ihren Haushalt. Und das Gleiche sehen wir bei der Rentenversicherung. 4,8 Milliarden Euro ziehen sie jetzt ab von den Zuschüssen an dieser Stelle. Auch das ist respektlos gegenüber dem Beitragszahler, weil sie es dann nämlich mit höheren Beiträgen auszahlen müssen und ausgleichen müssen, was sie tun.
Wir wollen, dass sich Arbeit wieder lohnt. Wir wollen, dass sie wieder schneller aus der Arbeitslosigkeit hinauskommt. Die Bilanz dieses Ministers ist, Langzeitarbeitslosigkeit hat sich verfestigt. Der Weg in Arbeit lohnt sich immer weniger für die Menschen. Und wir wollen, dass Menschen in Arbeit, Sie wollen Menschen vor allem in Arbeitslosigkeit qualifizieren. Und ich sage Ihnen, da haben wir eine grundsätzlich andere Haltung. Wir wollen die Menschen in Arbeit bringen und sie dann qualifizieren. Mehr parallel machen an der Stelle. Das ist besser, nachhaltiger und mit höheren Erfolgen an dieser Stelle. Das ist der Unterschied, was christlich-soziale, christlich-demokratische Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik ausmacht. Stefan Stracke war das für die CDU-CSU. Also den Bundesarbeitsminister Hubertus Heil habe ich schon mal mit einem Helm gesehen. Aber mit einer Schlafmütze, das Bild kriege ich jetzt irgendwie nicht so ganz aus dem Kopf. Martin Rosemann jetzt für die SPD. Er ist der Sprecher für Arbeit und Soziales. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Stracke, Ihr Kollege Hermann Gröhe hat hier ja in der ersten Lesung über den Haushalt kritisiert, wir würden bei den Jobcentern kürzen. Heute hat er nichts gesagt, wahrscheinlich aus guten Gründen, denn Fakt ist, wir kürzen nicht bei den Jobcentern. Was Sie dazu allerdings geleistet haben, ganz einfach nichts. Sie haben in der Bereinigungssitzung, in zwei Bereinigungssitzungen, keinen einzigen Antrag gestellt. Ich nenne das Arbeitsverweigerung, meine Damen und Herren. Und damit stelle ich fest, offenbar war Ihnen die Finanzlage der Jobcenter also nicht so wichtig, wie Sie das noch vor Wochen und Monaten hier behauptet haben. Wir sorgen dafür, dass die Jobcenter auch für dieses Jahr die gleiche Summe bekommen wie im letzten Jahr. Und damit die Jobcenter die notwendige finanzielle und personelle Ausstattung dafür bekommen, die mit dem Bürgergeld verbesserten Förderinstrumente umzusetzen, den Jobturbo für Flüchtlinge durchzuführen. Denn wir müssen die Potenziale an Arbeitskräften auch im Bürgergeld heben. Das gilt gerade angesichts des Fach- und Arbeitskräftemangels, den der Minister angesprochen hat. Meine Damen und Herren, das macht man aber, indem man Jobsuchende und Arbeitsplätze besser und schneller zusammenbringt, indem Vermittlungshemmnisse abgebaut werden, im Rahmen eines Vertrauensverhältnisses durch individuelle Unterstützung, durch Förderung bei Qualifikation, bei Sprache oder bei Gesundheit. Und dafür haben wir mit dem Bürgergeld die notwendigen Instrumente geschaffen. Und dafür sorgen wir heute für die notwendige Finanzausstattung. Und was ist die Alternative der Union? Sie wollen, eben hat es Herr Stracke deutlich gemacht, das bessere Fördern mit dem Bürgergeld wieder abschaffen. Und durch was ersetzen? Ja, durch was eigentlich? Ich lese durch gemeinnützige Pflichtarbeit nach 6 Monaten. Ein verstaubter Ladenhüter, den Sie jetzt wieder aus der Mottenkiste ziehen. Man muss sich das mal vorstellen, meine Damen und Herren. Handwerk und Gastronomie klagen in diesem Land über Arbeitskräftemangel. Und die Union will die alten Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen wieder einführen und so unserer Wirtschaft die dringend notwendigen Arbeitskräfte entziehen. Und ansonsten haben Sie ja jetzt wieder das Märchen erzählt, Arbeit würde sich nicht mehr lohnen. Dabei haben Sie dem Bürgergeld selber zugestimmt. Und es ist, Herr Stracke, noch gar nicht so lange her, da haben gerade Sie persönlich, Stefan Stracke, angesichts der Inflation gefordert, endlich das Bürgergeld zu erhöhen. Da konnte es Ihnen gar nicht schnell genug gehen, Herr Stracke. Erinnern Sie sich an die Ausschusssitzung am 22. Juni 2022 oder an die Plenardebatte am 16. November 2022. Da haben Sie jeweils eine schnellere Anpassung der Regelsätze an die Teuerung gefordert. Ich habe die Protokolle hier, Herr Stracke. So schnell wechseln Sie Ihre Meinung. Sie sind sprunghaft, wir sind standhaft. Und die SPD steht dafür, dass Arbeit immer den Unterschied macht. Deshalb werden wir nach der Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro die Tarifbindung stärken. Und während Sie als Union wollen, dass die Leute immer länger arbeiten müssen, werden wir das Rentenniveau stabilisieren. Das ist der Unterschied. Damit sorgen wir dafür.
Damit sorgen wir dafür, dass die Renten auch in Zukunft mit den Löhnen steigen und sich Arbeit auch in der Rente auszahlt. Das ist Respekt vor Lebensleistung, meine Damen und Herren. Während Ihr Oppositionsführer Friedrich Merz den hart arbeitenden Menschen in Deutschland erklärt, sie würden in einem Freizeitpark leben, machen wir Politik für die arbeitende Mitte in Deutschland. Wir sorgen dafür, dass sich gerade auch die arbeitende Mitte weiterhin auf den Sozialstaat verlassen kann. Auf einen Sozialstaat, der die Schwachen schützt und Arbeit belohnt. Vor allem aber auf einen Sozialstaat, der Menschen befähigt und unterstützt. In diesen Sozialstaat investieren wir und damit in die Köpfe und die Hände in Deutschland, die wir so dringend brauchen. Und damit investieren wir in den gesellschaftlichen Zusammenhalt und damit in unsere Demokratie. Denn in dieser Woche, gerade in dieser Woche, wird uns allen wieder klar, unsere Demokratie ist so ein hohes Gut und Demokratie gibt es nicht umsonst. Vielen Dank. Das Wort hat Dr. Ottilie Klein für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, der Haushalt ist, wie es so schön heißt, in Zahlen gegossene Politik. Schwarz auf weiß lässt sich hier ablesen, wo die Ampelparteien ihren Worten Taten folgen lassen und vor allem, wo nicht. Ich erinnere mich noch gut an die Worte des Bundeskanzlers zum selbstverschuldeten Haushaltschaos. Das hieß es, die Bürgerinnen und Bürger werden in ihrem Alltag davon nichts spüren. Spätestens seit dem 01.01. wissen wir, das Gegenteil ist der Fall. Heizen wird teurer, tanken wird teurer, Essen gehen wird teurer, die Sozialbeiträge steigen. Und da die Agrarpolitik der Ampel ihr Übriges tut, werden auch die Lebensmittelpreise noch teurer. Wenn also irgendwer das Haushaltschaos der Ampel zu spüren bekommt, dann sind es die Bürgerinnen und Bürger. Insbesondere sind es übrigens jene vielen fleißigen Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen. Da muss ich sagen, kein Wunder also, dass die SPD bei den Wahlplakaten zur Wiederholungswahl in Berlin diesmal auf das Wort Respekt verzichtet hat. Falsch links abgebogen ist die Ampel auch beim Bürgergeld. Und das haben wir heute schon öfter gehört. Ich glaube, man muss das aber an dieser Stelle auch noch mal deutlicher sagen. Das Bürgergeld ist nur dann erfolgreich, wenn mehr Menschen in Arbeit vermittelt werden. Nach einem Jahr Bürgergeld stellen wir auch hier fest, das Gegenteil ist der Fall. Die Arbeitslosigkeit ist erneut gestiegen und das zu einer Zeit, wo wir fast 2 Millionen offene Stellen im Land haben. Das, sehr geehrte Damen und Herren, das muss man erst mal hinkriegen. Wir als Union finden, diese Arbeitspolitik ist respektlos gegenüber den Menschen, die wirklich auf Hilfe und Begleitung angewiesen sind. Sie ist respektlos gegenüber jenen, die hart für ihren Lebensunterhalt arbeiten. Und sie ist respektlos gegenüber all denen, die unsere Solidargemeinschaft finanzieren. Und weil hier heute viel die Rede davon ist, ob sich Arbeit noch lohnt, da muss ich sagen, ja, also Entschuldigung, natürlich muss es auf dem Konto einen deutlichen Unterschied machen, ob man jeden Tag früh aufsteht und zur Arbeit geht oder ob man staatliche Leistungen bezieht. Alles andere ist zutiefst ungerecht und unsozial. Deshalb ist für uns klar, Leistung muss sich lohnen. Und wir freuen uns, dass selbst Bundesminister Hubertus Heil eingesehen hat, dass Mitwirkung sinnvoll ist und den Rückwärtsgang bei den Sanktionen eingelegt hat. Gut so, mehr wäre noch ein bisschen besser gewesen. Beim nächsten Mal am besten gleich auf uns hören, lieber Herr Heil. Als
CDU-CSU stehen wir für eine Politik, die die Menschen fördert, aber auch fordert. Wir wollen Chancen eröffnen und Menschen zielgerichtet dabei unterstützen, schnell wieder in Arbeit zu kommen. Und dafür gilt es, die Jobcenter und insbesondere auch die Jugendberufsagenturen zu stärken. Das wäre nicht nur eine zielgerichtete Investition in die Zukunft der Menschen und die Wirtschaft unseres Landes, sondern auch ein Zeichen des Respekts gegenüber den Steuerzahlern. Vielen Dank. Das Wort hat Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, liebe Abgeordnete, liebe Zuschauende. Wer in Deutschland erwerbstätig ist, hat immer mehr Einkommen, als wenn man nicht erwerbstätig ist. Es gibt einen Einkommensabstand zwischen Arbeit und Nichtarbeit. Das haben viele empirische Untersuchungen deutlich gemacht. Und man kann darüber streiten, ob der Einkommensabstand groß genug ist. Aber Fakt ist, es war diese Koalition, die den Einkommensabstand erhöht hat. Sie haben das 16 Jahre nicht gemacht. Wir haben den Einkommensabstand erhöht. Wir haben das im Bürgergeld gemacht, indem das eigene Einkommen weniger stark angerechnet wird. Erwerbstätige im Bürgergeld haben jetzt bis zu 50 Euro mehr im Monat, mehr als das bei Ihnen der Fall war. Und wir haben den Einkommensabstand erhöht durch den Mindestlohn. Und der Kollege Martin Rosemann hat das vorhin schon gesagt, der Mindestlohn ist stärker gestiegen als das Bürgergeld. Der Einkommensabstand ist durch die Ampel erhöht worden. Und damit nicht genug. Wir wollen damit noch weitergehen. Wir wollen beim Bürgergeld noch mal verbessern, noch mal die Anreizwirkungen stärken, noch mal weniger anrechnen beim Einkommen. Und wir wollen die Löhne auch noch stärker steigen durch eine stärkere Tarifbindung. Wir sind diejenigen, die den Einkommensabstand erhöhen. Und der Einkommensabstand ist da und es muss... Frau Präsidentin? Aber ich kann auch gerne weiterreden, wenn Sie keine... Entschuldigung. Gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung des Kollegen Strack? Sehr gerne. Vielen herzlichen Dank, Herr Strengmann-Kuhn, dass Sie die Zwischenfrage zulassen, weil Sie gerade das Thema angesprochen haben, dass Sie wieder mehr dafür sorgen wollen, dass sich Arbeit lohnt, auch mehr Arbeit sich in diesem Land auch tatsächlich lohnt, weil Arbeit ja den Unterschied tatsächlich ausmacht. Ich möchte Ihnen mal ein Beispiel des IFO-Instituts mal darlegen, das berechnet hat, ein Ehepaar mit zwei Kindern, Bruttoeinkommen bei 3.000 Euro pro Monat, Stundenlohn 20 Euro, also deutlich über dem Mindestlohn, 37,5 Stunden die Woche, wohnen in einer der großen Ballungsregionen, also wo Wohnen auch teuer ist an der Stelle. Und jetzt überlegt sich das Ehepaar, 25 Stunden pro Woche mehr zu arbeiten. Also, dass das Bruttoeinkommen um 2.000 Euro steigt, von 3.000 auf 5.000 Euro. Und das IFO-Institut hat berechnet, dass das verfügbare Einkommen dann von denjenigen dann tatsächlich um 32 Euro steigt. Um 32 Euro, obwohl sie tatsächlich 2.000 Euro Bruttoeinkommen erzielen. Herr Strengmann-Kuhn, ich glaube, wir sind uns da einer Meinung, dass das nicht dazu führt, dass sich mehr Arbeit tatsächlich lohnt. Jetzt möchte ich gerne von Ihnen wissen, wie Sie denn sicherstellen wollen und wie Sie denn verbessern wollen, dass mehr Arbeit tatsächlich den Unterschied in diesem Land ausmacht. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Stracke, und ganz herzlichen Dank für diese Frage, weil das hatte ich eigentlich in meiner Rede jetzt gar nicht vorgesehen, aber ist in der Tat ein wichtiger Punkt. Und Sie haben recht. Sie haben recht mit den Zahlen. Und es ist wieder an der Stelle auch wieder mit dem Hasen und dem Igel. Der Igel ist nämlich schon da. Die Ampel steht nämlich in dem Koalitionsvertrag schon drin, dass wir genau an dieser Stelle ein Problem haben. Und das Problem ist richtig beschrieben, aber es ist nicht das, was Sie immer machen. Nicht Arbeit lohnt sich, sondern mehr Arbeit. Da muss es sich mehr lohnen und das wollen wir ändern. Das steht im Koalitionsvertrag drin. Und jenes IFO-Institut, Sie zitieren nämlich gerade aus einer Studie, die im Auftrag des BMAS gemacht worden ist, die auf dem Koalitionsvertrag beruht, hat einen Vorschlag gemacht, wie wir das machen. Und im Koalitionsvertrag steht genau dieses Verfahren drin. Und wir wollen das ändern und wir wollen es verbessern, damit sich tatsächlich nicht nur Arbeiten lohnt, sondern auch mehr Arbeit sich stärker lohnt und deswegen das Arbeitseinkommen
weniger angerechnet wird. Das wollen wir noch machen und das werden wir auch tun. Zum Haushalt. Es ist leider schon ein bisschen Zeit vergangen. Also Haushalt funktioniert ja so, die Bundesregierung macht den Vorschlag und am Ende entscheiden wir. Und als der Haushaltsentwurf vorgelegen hat im letzten Sommer, war ich tatsächlich auch nicht ganz zufrieden, weil wir hatten ja gerade übrigens gemeinsam mit Ihnen das Bürgergeld eingeführt und wir wollten ja stärker fördern und dass an der Stelle gekürzt werden sollte. War nicht sehr gut, aber am Ende haben es die Haushälterinnen von Grünen, SPD und FDP hingekriegt, dass diese Kürzung rückgängig gemacht worden ist und dass die Jobcenter jetzt wieder genauso viel Geld wie vorher zur Verfügung haben und wieder gut die Menschen unterstützen können. Und es gab einen weiteren Vorschlag, diesen Rechtskreiswechsel von Jugendlichen in die Bundesagentur für Arbeit. Auch das fanden wir nicht gut im Parlament. Grüne, SPD, FDP sind dann auf den Arbeitsminister zugegangen. Der hat einen anderen Vorschlag gemacht. Auch da hat die Ampel wieder gewirkt und einen guten Vorschlag gemacht. Aber bei dem Eingliederungstitel habe ich eine Bitte an den Finanzminister und an den Arbeitsminister. Weil es gab diesen Vorschlag mit der Kürzung und der hat durchaus Schaden angerichtet. Und ich würde Sie bitten, beim nächsten Haushaltsentwurf auf diesen Kürzungsvorschlag zu verzichten und nicht wieder darauf zu setzen, dass das vom Parlament wieder korrigiert wird, weil es hat Schaden angerichtet und es wäre besser, wenn man gleich das auch im Entwurf mit berücksichtigt, dass wir das sowieso wieder rückgängig machen. Und dann würde diese Verunsicherung, die es gab, nicht entstehen. Das wäre gut für die Planungssicherheit bei den Jobcentern. Ein weiterer Punkt, den wir nicht gut fanden, war, dass die Arbeitsagentur Zuschüsse, die sie in der Corona-Zeit bekommen hat, in Höhe von 5 Milliarden Euro wieder zurückzahlen sollte. Das wäre problematisch gewesen, aber auch da hat die Ampel geliefert, das Parlament. Das ist wieder rückgängig gemacht worden. Jetzt kann die Arbeitsagentur wieder schneller ihre Rücklage aufbauen, weil es könnte ja sein, dass irgendwann mal wieder eine schwere Krise kommt. Und auch das ist wichtig für die soziale Sicherheit in Deutschland. Sie sehen, die Koalition ist handlungsfähig und auch wenn die Regierung ausnahmsweise mal Vorschläge macht, die nicht gut sind, gibt es ein Parlament und selbstbewusste Abgeordnete von Grünen, SPD und FDP, die das wieder korrigieren. So funktioniert parlamentarische Demokratie. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und das sagt durchaus selbstbewusst Wolfgang Estrengmann-Kuhn vom Bündnis 90 Den Grünen. Er ist im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Und auf dem Weg jetzt zum Pult ist von der CDU-CSU Mareike Lotte Wolf vom Ausschuss für Arbeit und Soziales. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, zum Schluss dieser Debatte müssen wir über Ihre Politik reden, lieber Herr Minister Heil, und zwar über Ihre immer wieder proklamierte Weiterbildungsrepublik, die Sie heute komischerweise nicht erwähnt haben. Denn es ist klar, mit diesem Haushalt beginnt auch die Abwicklung der Weiterbildungsrepublik. Werde Ihnen das jetzt mal erläutern. Denn gerade eben haben Sie ja festgestellt, dass 2/3 der langzeitarbeitslosen Menschen in diesem Land keine abgeschlossene Berufsausbildung haben. Und Sie haben auch immer wieder geworben für neue Instrumente, die Sie einführen wollen, um Menschen in Weiterbildung zu bringen. Aber Sie legen jetzt einen Haushalt vor, der es gerade den Schwächsten noch schwerer macht, an Weiterbildung teilzunehmen. Was ist mit Ihren politischen Vorstellungen in den letzten 6 Monaten passiert? Sie streichen ausgerechnet den Bestandteil beim Bürgergeld, wo wir noch gesagt haben, der ist einigermaßen sinnvoll, nämlich die Belohnung für Weitergeld, den sogenannten Bürgergeldbonus. Das Weiterbildungsgeld, das bleibt zwar erhalten, aber da geht es ja um die Förderung von Abschlüssen. Und wir wissen bei der Zielgruppe der Langzeitarbeitslosen, dass es häufig Menschen sind, die Probleme haben mit Bildung, die nicht so gerne in Bildung gehen, wo man viel motivieren muss, wo es sehr schwierig ist, sie in abschlussorientierte Kurse entsprechend zu bekommen. Und diesen Weg, ich sag mal den einfachen Weg in Bildung, den haben Sie nun verkürzt mit diesem Haushalt. Das ist nun wirklich nicht Weiterbildungsrepublik, lieber Herr Heil. Zudem machen Sie es den Bürgergeldempfängern noch schwerer, an Weiterbildung zu kommen, denn dieses Prinzip,
Beratung aus einer Hand. Das wird aufgelöst dadurch, dass die Bürgergeldempfänger nicht nur von den Jobcentern, sondern beim Thema Weiterbildung dann zur Agentur für Arbeit gehen müssen. Und das wird natürlich zur Folge haben, dass weniger in Weiterbildung ankommen. In meinem Wahlkreis in Hameln, da liegt die Agentur für Arbeit und das Jobcenter, die sind in der gleichen Straße, die liegen gegenüber. Und trotzdem hat mir das Jobcenter gesagt, wissen Sie, wir haben hier eine Klientel, wir können Ihnen das nicht garantieren, dass die wirklich, selbst wenn sie mit einem ausgefüllten Formular in der Hand rübergeschickt werden, auf der anderen Seite auch ankommen. Wir brauchen diese Betreuung aus einer Hand. Auch das ist eine weitere Hürde, die Sie für die Schwachen an dieser Stelle einziehen. Kollegin, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung? Bitte. Ja. Ja, sehr geehrte Frau Wulff, vielen Dank, dass Sie die Frage zulassen. Ich finde es auch die erste Rede aus Ihrer Fraktion, die sich mal mit Sachfragen beschäftigt. Der Arbeitsmarktpolitik hebt sich sehr wohltuend ab, wirklich, in dem, was wir bisher gehört hatten. Und Sie werfen ja hier Fragen auf, die interessant sind. Ich will Sie nur mal fragen, in einer Welt, in der wir Fach- und Arbeitskräftemangel haben, indem wir das Ziel in der Arbeitsmarktpolitik haben sollten, Menschen mit Vermittlungshemmnissen wirklich individuell, kreativ und gut zu unterstützen, indem wir mit dem Bürgergeld alle Instrumente dafür geschaffen haben, in einer solchen Welt, glauben Sie nicht, dass es da vorstellbar sein muss, dass Sie nicht einen Menschen mit einem Formular über eine Straße schicken, sondern indem es vorstellbar ist, dass ein Weiterbildungsberater der Agentur für Arbeit unmittelbar an den Beratungstisch des Jobcenter-Mitarbeiters sich ransitzt und dann zwei kompetente Menschen, einer, der noch speziell für Weiterbildungsthemen geschult ist und sich auskennt, diesen Menschen wirklich auf diesem schwierigen Weg, den Sie ja beschrieben haben, beraten können. Wir müssen doch nicht in einer Welt verharren, in der ich Menschen mit einem Formular über eine Straße schicke. Ich bitte Sie, liebe Frau Wulff, und ich hoffe, dass auch in Hameln, in Ihrem Wahlkreis, die Akteure in der Lage sind, solche Lösungen im Sinne der Betroffenen auch umzusetzen. Eine Zwischenfrage von Martin Rosemann, SPD. Kollege, für die Zwischenfrage oder auch den Appell. Ich bin mir sicher, wir reden ja auch viel über Digitalisierung, dass auch in der Agentur für Arbeit nicht unbedingt dieses Verfahren angewendet werden muss. Aber selbst Ihr Vorschlag, den Sie jetzt machen, dass ein Berater über die Straße kommen soll, dann zwei Leute an einem Tisch sitzen sollen, auch das ist doch aufwendiger als das, was wir vorher hatten. Auch das ist doch eigentlich gar nicht nötig, weil vorher haben die Jobcenter-Mitarbeiter beraten und haben dann der entsprechenden Person die Weiterbildung empfohlen und genehmigt. Also von daher können wir an dieser Stelle leider nicht bei aller Kreativität, die ich auch den Jobcentern und der Agentur für Arbeit unterstelle, bei aller Kreativität können wir an dieser Stelle leider nicht von einer Verbesserung, sondern wir müssen von einer Verschlechterung reden, Herr Kollege. Und ich möchte auf noch ein weiteres Thema eingehen. Herr Heil, Sie werden mir jetzt gleich sagen, das betrifft nicht Ihren Haushalt, aber es betrifft ganz klar die Frage, wie wir mit Weiterbildung umgehen, und zwar betrifft es die Weiterbildungsverbünde. Sie haben etwas gesagt noch im November auf der Konferenz der nationalen Weiterbildungsstrategie. Es scheitert häufig an der Frage, wie viel Weiterbildung sind überhaupt bekannt und wie kommen kleine und mittlere Unternehmen und Mitarbeiter in kleinen und mittleren Unternehmen überhaupt an Weiterbildung. Wir alle wissen, 99% unserer Unternehmen sind keine Großunternehmen. Das sind Kleinstunternehmen, kleine Unternehmen oder Mittelstände. Unternehmen. 60% unserer Arbeitnehmerschaft sind in diesen Unternehmen beschäftigt. Hier sind die Weiterbildungsbedarfe sehr groß. Und genau deshalb brauchen wir Verbundslösungen. Genau deshalb haben wir die Weiterbildungsverbünde ja auch eingeführt. Und es wäre jetzt an der Zeit, diese auszuweiten. Stattdessen machen Sie einen Cut. 2024 laufen die Weiterbildungsverbünde aus. Auch das ist ein schlechtes Signal für den Arbeitsmarkt, lieber Herr Heil. Bitte, ich appelliere an die Ampel, korrigieren Sie diesen Kurs. Und last but not least,
Sie führen jetzt die Sanktionen wieder ein. Sie haben eingelenkt an dieser Stelle. Das war richtig, tatsächlich auch beim Bürgergeld. Es ist trotzdem nicht nachvollziehbar, dass wir ausgerechnet beim Thema Weiterbildung an der Stelle streichen und gleichzeitig Bürgergeldempfänger eine bis zu 12-prozentige Erhöhung kriegen. Die Kollegin Launert hat es vorhin gesagt, davon können ja selbst Mitarbeiter in großzügigen Tarifverträgen derzeit nur träumen. Wir sollten diesen Kurs korrigieren, vielleicht auch gemeinsam korrigieren, liebe Kollegin, aber der Mechanismus, den wir derzeit im Bürgergeld haben, der greift nicht. Lieber Herr Heil, bitte hören Sie nicht auf die Stimmen in der Koalition, die zwar Bürgergeld sagen, aber Richtung bedingungsloses Grundeinkommen gehen wollen. Folgen Sie unserem klaren Kurs, der heißt, Arbeit muss sich lohnen, Anstrengung muss sich lohnen. Das wäre angesichts akuten Fachkräftemangels das richtige Signal. Ich danke Ihnen. Für die CDU-CSU-Fraktion hat Mareike Lotte-Wulff gesprochen. Und nun kommt für die Gruppe der Linken Matthias W. Birkwald. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Minister Heil, Sie, verehrte Ampel, Sie reden von Respekt, aber Sie treten nach unten. Ausgerechnet bei den Bürgergeldbeziehern, die sich weiterbilden wollen, um wieder in Arbeit zu kommen, streichen Sie den Bürgergeldbonus. Und das ist absolut kontraproduktiv. Durch die geplanten Totalsanktionen beim Bürgergeld wollen Sie 170 Millionen Euro einsparen. Ich habe Sie, verehrte Bundesregierung, gefragt, wie sich diese Einsparungen errechnen. Ich habe Sie gefragt, wie viele sogenannte Totalverweigerer es gibt. Und Sie konnten mir beide Fragen nicht beantworten. Da sage ich, Ihre Politik ins Blaue hinein ist unseriös und unsozial. Wir Linken fordern, machen Sie eine soziale Politik. Und liebe Frau Kollegin Ricarda Lang, die leider gerade nicht da ist, ich fände es wunderbar, wenn die Durchschnittsrente in Deutschland 2.000 Euro betrüge. Schön wär's. In Wirklichkeit werden aber den 21,3 Millionen Rentnerinnen und Rentnern durchschnittlich nur 1.152 Euro überwiesen. Und selbst nach mindestens 35 Versicherungsjahren sind es im Schnitt nur 1.384 Euro vor Steuer. Und nur wer 45 Jahre zum Durchschnittsverdienst gearbeitet hat, erhält eine Standardrente von rund 1.500 Euro. Das schaffen aber viele Menschen aus guten Gründen nicht. Und fast 4 Millionen Rentnerinnen und Rentner erhalten weniger als 1.250 Euro Rente ausgezahlt. Und das nach 35 Versicherungsjahren. Selbst nach 40 Jahren haben 2,8 Millionen Rentnerinnen und Rentner keine 1.250 Euro Rente. Und sogar nach 45 Jahren harter Arbeit müssen sich 1,4 Millionen Menschen mit einer Rente unter 1.250 Euro begnügen. Und das zeigt, wir brauchen dringend höhere Löhne und höhere Renten. Ja, das ist nur die gesetzliche Rente. Aber selbst mit betrieblicher Altersversorgung und der privaten Altersvorsorge sieht es schlecht aus. Laut dem Statistischen Bundesamt erhalten nämlich 42% der Rentnerinnen und Rentner ein Nettoalterseinkommen von insgesamt unter 1.250 Euro, inklusive Betriebsrenten und privater Vorsorge. Und da sage ich, meine Damen und Herren, das ist ein völlig unhaltbarer Zustand. Sie alle wollen doch immer, dass Deutschland überall auf Platz 1 steht. Fangen Sie doch mal bei den Renten an. Aber nein, Sie tun das Gegenteil. Bis 2027 kürzen Sie der deutschen Rentenversicherung 6,8 Milliarden Euro weg. Und durch Ihre Kürzungen wird sich die Rentenkasse schneller leeren als geplant. Die Folge, die Rentenbeiträge werden eher steigen müssen als bisher gedacht. Ich habe nichts gegen moderat steigende Beiträge, aber nur für höhere Renten. Liebe Ampel, die Renten Die Kasse ist nicht dafür da, Ihre Haushaltslöcher zu stopfen. Sie kürzen die Bundeszuschüsse zur Rente und gleichzeitig leihen Sie sich für Ihre Aktienspielereien mit dem sogenannten Generationenkapital 12 Milliarden Euro am Kapitalmarkt. Ich fordere auf, lassen Sie diese Zockerei mit Steuern und Rentengeldern und
und erhöhen Sie stattdessen das Rentenniveau. 48% stabilisieren reicht nicht. Es muss rauf auf 53%, denn es muss gelten, statt Altersarmut Renten rauf. Herzlichen Dank. Heftige Kritik an der Rentenpolitik der Ampelregierung von Matthias W. Birkwald. Er wird auch als fraktionslos geführt, gehört aber der Gruppe der Linken an. Tanja Markalett von der SPD ist nun am Pult. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, endlich stehen wir heute hier, um den Haushalt abzuschließen und nach vielen aufreibenden und ja, auch nicht immer einfachen Verhandlungen können wir feststellen, erstens, wir konnten die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts einhalten. Zweitens, wir haben dennoch mit diesem Haushalt große Zukunftsinvestitionen vor. Und drittens, und das ist uns als SPD besonders wichtig, keine Leistungskürzungen, kein Abbau des Sozialstaates. Und das, obwohl, lieber Kollege Birkwald, ja, wir den Bundeszuschuss zur Rente absenken. Denn die Rentenversicherung hat einmal mehr gezeigt, wie krisenfest sie ist. Vor allem wegen des starken Arbeitsmarktes. Und die BA weist darauf hin, dass der Arbeitsmarkt nach wie vor robust dasteht. Die Nachhaltigkeitsrücklage lag Ende 23 bei 45 Milliarden Euro, mehr als eigentlich vorgeschrieben. Dies erlaubt diese Maßnahme, und zwar, und das sage ich noch mal, ohne Auswirkungen auf die Rentenhöhe, auf den aktuellen Beitragssatz oder das Leistungsspektrum der Rentenversicherung. Und alle weiteren Weichen für eine sichere Rente in Zukunft werden wir mit dem Rentenpaket 2 stellen, damit sich eben auch zukünftige Generationen auf eine gute, sichere und stabile Rente verlassen können. Und glauben Sie mir, ich freue mich schon heute sehr auf diese Debatte. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit diesem Haushalt zeigen wir, dass wir uns gerade in schwierigen Zeiten nicht beirren lassen und unsere Verantwortung für ein sozial gerechtes Deutschland ernst nehmen. In dieser Debatte ist aber auch eins klar geworden: Politische Haltung und politische Werte werden dann erkennbar, wenn das Geld knapp ist oder es zumindest zu sein scheint. Und Sie, liebe Union, haben Ihr Gesicht deutlich gezeigt. Das Einzige, das Sie als Einsparmöglichkeit, Ihnen als Einsparmöglichkeit eingefallen ist, ist, die Bürgergelderhöhung zu stoppen und damit die Schwachen gegen die noch Schwächeren auszuspielen. Und ich sage Ihnen, das ist eine mehr als gefährliche Strategie, und Sie wissen genau, in welchem Heuschober Sie da zünden, lieber Herr Stracke. Und jetzt will Ihr Generalsekretär das Bürgergeld komplett abschaffen, ohne zu sagen, was er dann machen will, obwohl Sie, und das ist auch heute mehrfach gesagt worden, den Änderungen damals zugestimmt haben. Vielleicht, kleine Empfehlung, klären Sie erstmal Ihren Kurs, statt sich im Populismuswettbewerb zu ergehen. Und das gilt im Übrigen auch beim Thema Zuwanderung. Fakt ist, wir brauchen sie zur Sicherung des Fachkräftebedarfs und damit auch zur Sicherung des Sozialstaats. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, auch wenn Menschenfeinde und verbohrte Reaktionäre hier auf der rechten Seite diese Faktenlage mit ihren vielen Spaltungskampagnen immer wieder zu verneinen versuchen und diese Menschen aus dem Land treiben wollen, das durften wir ja jetzt erfahren, gilt dennoch, die Erde wird nicht zur Scheibe, nur weil manche es in ihrem Echokammern immer wieder behaupten. Und an Sie, liebe Union, appelliere ich, Herr Stracke, wenn Ihnen das C in Ihrem Namen noch irgendwas wert ist, dann lesen Sie vielleicht mal besser wieder in der Bergpredigt als die Papiere von Herrn Linnemann und lassen Sie uns lieber gemeinsam über Brandmauern auf als über Sozialstaat abbauen sprechen. Für die Demokratie, für den Zusammenhalt, das ist unsere Haltung, das bleibt unsere Haltung. Herzlichen Dank. So, die Aussprache über den Bundesetat Arbeit und Soziales neigt sich so ganz, ganz langsam dem Ende zu. Vorletzter Redner ist jetzt Alexander Ulrich, auch er fraktionslos und gehört dem Bündnis Sarah Wagenknecht an. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, wir müssen manchmal die Debatten mal wieder auf die Füße stellen. Nicht das Bürgergeld ist zu hoch, sondern wir haben einen viel zu großen Niedriglohnsektor. Die Löhne und Gehälter müssen in diesem Land erhöht werden, um einen Lohnabstand wieder zu gewährleisten.
Wie macht man das? Und Herr Hubertus Heil, als Sozialdemokrat sollten Sie eigentlich ein bisschen beschämt sein, dass Sie hier die Mindestlohnerhöhung als etwas erfolgreich preisen. Diese Erhöhung um 41 Cent in diesem Jahr gleicht für diese Mindestlohn bisher noch nicht einmal die Inflation aus. Die Gewerkschaften haben in der Mindestlohnkommission diesen Kompromiss nicht mitgetragen. Sie sollten sich schämen, das als erfolgreiche Politik von Ihrem Haus darzustellen. Dann haben Sie heute zum wiederholten Male angekündigt, Sie wollen für mehr Tarifbindung sorgen. Auch da noch mal ein paar Zahlen. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Land, die tarifgebunden sind, verdienen im Schnitt 841 Euro mehr im Monat. Wer also will, dass auch da der Lohnabstand gewahrt wird, soll dafür sorgen, dass in diesem Land es mehr Tarifbindung gibt. Nur noch 41% der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Land sind tarifgebunden. Also, wo kommt die Kampagne aus Ihrem Haus, Herr Heil? Wir brauchen mehr Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen. Wir müssen öffentliche Aufträge an tarifgebundene Unternehmen nur noch vergeben. Das wären Maßnahmen, um für mehr Tarifbindung in diesem Land zu sorgen. Und bei der Rente, wenn sich die Bürgerinnen und Bürger, die jetzt vielleicht am Fernsehschirm mit diese Debatte anhören, wenn die sich fragen, warum diese Bundesregierung nichts gegen Armutsrenten tut, warum sie nichts dafür tut, dass man möglicherweise auch einen Inflationsausgleich bekommen hat, während alle Minister hier 3.000 Euro sich eingesackelt haben, haben die Rentnerinnen und Rentner in diesem Land überhaupt nichts bekommen. Und das hängt auch daran, dass diese Bundesregierung gar nicht weiß, wie hoch oder wie niedrig die Renten sind. Wenn Ricarda Lang von den Grünen sagt, es dürfte so bei 2.000 Euro liegen, zeigt dass die weltfremd eine der wichtigsten Koalitionäre in dieser Bundesregierung ist. Man wünscht diesem Land wirklich, dass dieser Haushalt der letzte Haushalt ist, die diese Bundesregierung dem Parlament vorlegt. Wir bräuchten dringende Neuwahlen. Wir als BSW sind bereit. Vielen Dank. Für die BSW schon hat gesprochen Alexander Ulrich. Morgen will das Parlament dann den Gruppenstatus von BSW und der Linken beschließen. Den Abschluss in dieser Debatte jedoch macht der Vorsitzende des Ausschusses Arbeit und Soziales, Bernd Rützel von der SPD. Bedingungen zu haben, gesund zu bleiben, sich entwickeln zu können, sich weiterentwickeln zu können, das gibt ein gutes Leben für sich und für seine Familien. Und die Rahmenbedingungen dafür, die schaffen Tarifverträge und die schafft auch die Politik. Und deswegen legen wir mit diesem Haushalt, mit diesem Sozialhaushalt einen wichtigen Grundstein, das auch in Zukunft weiter tun zu können. 175 Milliarden Euro stellen wir bereit. Hubertus Heil, unser Minister, hat alles aufgezählt in seiner Rede. Und es ist sehr viel, was gemacht worden ist. Und wir haben auch noch einiges vor. Sehr bald mit dem Rentenpaket und sehr bald mit dem Tariftreuegesetz. Wir müssen aber sehen, wenn wir in unseren Arbeitsmarkt hineingucken, dass er regional sehr unterschiedlich ist. Und dass er oftmals auch gespalten ist. Gespalten in die eine Seite, wo es ganz dringend Fachkräfte und Arbeitskräftebedarf braucht. Und auf der anderen Seite wir aber auch eine verfestigende Arbeitslosigkeit feststellen. Und deswegen möchte ich 5 Punkte nennen, wie wir das angehen. Wir helfen denjenigen, die in Lohn und Brot stehen. Wir unterstützen sie, dass sie die Arbeit der Zukunft machen können, nehmen viel Geld dafür in die Hand. Und diejenigen, zweitens, die über Nacht ihren Job verlieren, die brauchen ein Dach über dem Kopf, die brauchen eine warme Wohnung, die brauchen was zu essen und die brauchen vor allem jemand, der sich um sie kümmert, dass sie wieder in einen Job hineinkommen. Das nennen wir Bürgergeld. Und drittens, die zu uns kommen, die nehmen wir gerne auf und helfen dabei, dass sie schnell in Arbeit kommen. Viertens, fast 2 Millionen junge Menschen haben keine Berufsausbildung, haben keinen Schulabschluss. Die gehören nicht in Aushilfsjobs, die gehören in eine Ausbildung. Und dafür haben wir Ausbildungsgarantien geschaffen und dafür nehmen wir viel Coaching. Und fünftens, wer nach einem langen Arbeitsleben in Rente geht, der braucht ein gutes Alter. Wir sichern die Rente dauerhaft ab und wir widersprechen allen, die eine längere Lebensarbeitszeit fordern. Und zum Schluss dieser Debatte möchte ich vielleicht das auf den Punkt bringen und zusammenbringen und fragen, kennen Sie den Unterschied zwischen dem Bürgergeld und der CDU-CSU im Haushaltsausschuss? Kollege. Im Bürgergeld gibt es Mitwirkungspflichten. Vielen Dank. Mit einer Spitze gegen CDU-CSU hat Bernd Rützel von der SPD diese Aussprache beendet. Es ging um den Einzelplan 11, Arbeit und Soziales. Das ist der größte Einzeletat im Bundeshaushalt. Das ist der von Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil. Es sind insgesamt
Ich höre gerade zu, es ist soweit alles entschieden. Es wurde darüber abgestimmt. Die gesamte Opposition hat dagegen gestimmt, aber die Ampel dafür. Und damit ist das weiter passiert.